I live in Serbia, but I'm Lebanese, but I grew up in the U.S. And Limino. Well, if I mess it up, it... Are we on? We are on. Am I on? I don't think I am. Tatiana, oh, there we are. Never mind. Shall we start? So, sollen wir anfangen? Hello everyone and welcome to this. Hallo, willkommen zu den dynamischen Koalitionen. Wir hören hier über die Arbeit der Koalition, das, was sie erreicht haben. Und wir möchten Ihre Frage beantworten. Wir haben hier 14 TeilnehmerInnen. Das sind viele und wir stehen unter Zeitdruck. Aber wir werden alle von Ihnen dennoch mit einbeziehen, wenn Sie Fragen haben. Wie werden wir das also tun? Wir haben hier die dynamischen Koalitionen in kleine Blocks aufgeteilt, nach Feldern, nach nachhaltigen Entwicklungszielen, SDGs. Ich werde die Abkürzung nutzen, um Zeit zu sparen, SDGs. Und wir werden zum einen nach ihrer Arbeit fragen, aber auch nach Politik. Die erste Frage ist, Wie kann Politik, die Internetkonnektivität und Internetnutzung anspricht, so gestaltet werden, dass sie inklusiver ist, um die Teilhabe zu fördern und um sie auch wirklich auf die Gemeinschaften vor Ort zuzuschneiden? Die zweite Frage hat mit der Entwicklung neuer Technologien, wie zum Beispiel dem Internet der Dinge, zu tun. Wie können wir sie sicher gestalten, sowohl auf Nutzerebene, aber auch auf Ebene von komplexer Maßnahmen in der Cybersicherheit. Und dann dritte Frage. Wir haben jetzt all diese neuen smarten Technologien. Wie stellen wir denn sicher, dass Gesetzgebung und Politik immer den Menschen im Zentrum haben, um die Menschenrechte zu fördern und gewährleisten? Ich möchte jetzt direkt zum ersten Block der dynamischen Koalition übergehen. Dieser Block arbeitet zu verschiedenen SDGs, aber sie haben alle etwas gemeinsam. Sie fördern nämlich Konnektivität und Inklusion. Und sie haben mit dem übergreifenden Ziel zu tun von SDGs wie gute Gesundheit, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Wachstum. Zunächst einmal möchte ich fragen, zur Arbeit stellen, und zwar der dynamischen Koalition von der Anbindung der bislang noch nicht angebundenen, Connecting the Unconnected, Christopher Yu. Sie arbeiten im Bereich Konnektivität. Ich habe schon mal ein solches Podium mit dynamischen Koalitionen moderiert und ich bewundere Ihre Arbeit wirklich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dieser Arbeit um Ungleichheiten zu verringern und wirtschaftliches Wachstum zum Beispiel zu fördern. Was haben Sie im letzten Jahr getan und was sind Ihre Herausforderungen? Vielen Dank, Tatjana, für diese freundlichen einführenden Worte. Wir sammeln Daten. Wenn wir über Politikerinnen und Politiker mit Ihnen sprechen, über genau diese Themen, dann fragen Sie uns immer bitten Sie uns um bessere Informationen und Daten. Es geht zum einen um Ressourcen, aber das ist natürlich nicht das größte Problem, denn es besteht der Konsens, dass das notwendig ist. Aber Sie müssen wissen, wo man investiert und wie viel.
Und was bringt es denn, wenn man so und so viel Geld zur Verfügung stellt oder so und so viel Geld mehr? Und es geht nicht um Konnektivität ihrer selbst willen, sondern darum, was sie für die nachhaltigen Entwicklungsziele tun kann. Und wir schauen also über den Tellerrand hinaus und wir fragen, was bringt Konnektivität? Da gibt es verschiedene Punkte. Zunächst einmal haben wir eine Datenbank mit 1000 Projekten von Menschen in der Welt und wir haben diese Menschen kontaktiert, haben 120 Fallstudien entwickelt und wir können damit jetzt verschiedene Projekte vergleichen. Und nur einige dieser Projekte erheben Daten, aber nicht systematisch. Und wir sehen also, dass ohne Daten Menschen dann sich quasi in Technologie verlieben und die denken, die Technologie kann alles lösen. Aber was wir aus Daten wirklich lernen können, ist, dass unterschiedliche Lösungen benutzt werden, selbst in einem Land, also zum Beispiel für städtische und ländliche Regionen. Es braucht wirklich für alle Regionen andere Ansätze, sowohl im Hinblick auf Angebot als auch Nachfrage. Und man kann nicht, man braucht zum Beispiel auch digitale Kompetenzen. Es gibt Geschlechterungleichheit, die überwunden werden muss. Und da muss man wirklich datenbasiert gucken, was funktioniert und was nicht. Einige Dinge, die wir zum Beispiel herausgefunden haben, ist, dass Menschen sich oft darüber Gedanken machen, über Kapitalausgaben, aber operative Ausgaben sind viel zentraler. Wenn man nämlich jedes Jahr Geld verliert, dann macht es nichts, ob man am Anfang viel oder wenig ausgegeben hat. Wir müssen uns die Nachfrageseite anschauen, aber digitale Kompetenzen und die Ausbildung dazu, da verstehen Menschen, dass es notwendig ist, aber sie nicht wissen, was es heißt. Geht es hier um grundlegende Fähigkeiten oder um fortgeschrittene Kenntnisse? Was ist mit Mentorship innerhalb der Gemeinschaften und welche spezifischen Maßnahmen gibt es? Wir haben festgestellt, dass die meisten der Projekte keinerlei Umsatz haben. Sie bekommen Geld von der Regierung, sie haben aber keine Möglichkeit, sich selbst weiterzutragen, wenn das Projekt ausläuft. Sie müssen langfristig also quasi Unterstützung bekommen. Und wir unterstützen sie also dabei, wirklich Geschäftsmodelle zu entwickeln, sodass sie sich selbst tragen können. Dann haben wir uns angeschaut, was Konnektivität bedeutet im Bereich Gesundheit, Bildung und anderen Bereichen. Der Goldstandard ist dabei immer Forschung im Rahmen randomisierter doppelblinder Studien. Und wir können Ihnen nur sagen, Sie können sich unsere Webseite anschauen, oneworldconnected.org, und können dort erfahren, woran wir arbeiten. Dankeschön, Chris. Danke, dass Sie sich an die Zeitbegrenzung gehalten haben. Ich habe mich gar nicht vorgestellt, weil ich so aufgeregt war. Ich bin Tatjana Dürpina von der Universität Leiden und mein Co-Moderator Michael Ogia aus dem Global Forum for Media Development. Und ich möchte jetzt einsteigen. Denn diese Connecting, Chris, macht ja ganz wichtige Dinge. Aber was auch wichtig ist, ist darüber nachzudenken, wie wir die Menschen wirklich an Bord holen, wenn sie einmal verbunden sind und wie sie dann wirklich die Chancen des Internets und der IKT ausnutzen können. Wir kommen jetzt zu Gunilla. Dynamic Coalition ist ja ganz wichtig seit Jahren. Sie schließen die Lücke zwischen denen, die Schwierigkeiten oder helfen denen, die Schwierigkeiten haben, Zugang zu erhalten. Sie arbeiten im Bereich Zugang und Behinderungen. Und ich habe schon erfahren, dass Sie sich konzentrieren auf die Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Internet Governance. Und wie unterstützen Sie also diese Menschen mit Behinderung, diejenigen, die Unterstützung brauchen, um Zugang zu erhalten?
und wie machen wir diese Prozesse der Internet Governance inklusiver und besser zugänglich? Vielen Dank. Ja, es ist gut, direkt nach Christopher zu sprechen, denn es geht um Zugang für diejenigen, die ihn noch nicht haben. Und das gilt sicherlich für Menschen mit Behinderung, insbesondere im globalen Süden, wo es wirklich bislang äußerst eingeschränkte Möglichkeiten nur gibt für Menschen mit Behinderung. Wir wissen, dass weit mehr als 1 Milliarde behinderte Menschen in der Welt leben. Das sind also sehr viele Menschen und ganz besondere leben wahrscheinlich 85% dieser Menschen im globalen Süden. In der Vergangenheit haben wir bereits immer diese Menschen mit Behinderungen unterstützt darin, sich in diese Internet-Governance-Prozesse einzubringen. Und behinderte Menschen sagen immer, keine Entscheidung über uns, ohne uns einzubeziehen. Das heißt, die Stimmen müssen wirklich gehört werden in diesen Foren. Und unsere dynamische Koalition war eine der ersten dynamischen Koalitionen im Rahmen des IGF. Eines, was wir tun, ist beispielsweise, dass wir schauen, wie gut zugänglich unser Veranstaltungsort ist, ob er barrierefrei ist. Das haben wir zum Beispiel heute diskutiert. Und ich glaube, dass dieser Veranstaltungsort hier sehr barrierefrei ist. Und da hat sich der Gastgeber wirklich sehr angestrengt, um auch Menschen mit Behinderung hier konkret zu unterstützen. Und dann diskutieren wir, und zwar mit Unterstützung des IGF und des Sekretariats, dass Menschen mit Behinderung und auch Menschen eben aus unserer dynamischen Koalition hier hinkommen können zum IGF. Ist es wirklich ein übergreifendes Thema, das wir bearbeiten? Wir können eigentlich mit allen dynamischen Koalitionen, die hier vertreten sind, sehr gut zusammenarbeiten. Wir haben Anknüpfungspunkte, Internet der Dinge zum Beispiel, Zugangsfragen, Geschlechterfragen. Die Liste ist lang. Es gibt Schwierigkeiten oder Punkte, die Menschen mit Behinderungen betreffen in all diesen Fragen. Das SDG, was hier ganz besonders wichtig ist, ist die Reduzierung von Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern. Wir haben das Ziel 10.2, in dem es um Empowerment geht und Unterstützung sozioökonomischer und politischer Inklusion unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion, Behinderung und anderem Status. Wir haben die UN-Konvention der Rechte der Menschen mit Behinderung, das von 180 Stakeholdern unterschrieben wurde, und die Regierungen sind dementsprechend verpflichtet, sich daran zu halten. Darüber können wir später noch sprechen. Dankeschön. Tatjana, vielen Dank. Danke, dass Sie sich an die Zeit halten. Ja, ich bleibe hier nochmal in diesem Blog. Bleiben wir also hier bei der Inklusion, denn darum geht es ja hier in diesem Blog hauptsächlich. Ist Stuart hier? Oh, Entschuldigung, direkt neben mir. Ah. Stuart ist ein bisschen spät gekommen. Schön, Sie zu sehen. Stuart arbeitet mit öffentlichem Zugang in Bibliotheken. Und Bibliotheken sind so zentral für Zugang zum Internet, insbesondere dort, wo vielleicht die Abdeckung nicht so gut ist oder wo digitale Kompetenzen nicht so weit verbreitet sind. Sie haben also mit dem SDG 17 sehr viel zu tun.
Partnerschaften sind dort wichtig. Und es geht um Zugang, Unterstützung, Zugang zum Internet, insbesondere eben hier in öffentlichen Bibliotheken. Was denken Sie, was sind die wichtigsten Komponenten einer Politik, die Bibliotheken unterstützt, als öffentliche Zugangspunkte zum Internet? Und was tun Sie derzeit, um diese Politik zu fördern? Dankeschön. Ich bin ein bisschen spät, weil wir ein Treffen unserer dynamischen Koalition hatten. Und hier haben wir den ersten Teil der Frage besprochen. Also was für ein politisches Umfeld brauchen wir überhaupt, um Erfolg aufweisen zu können? Und ich denke, wir dürfen nicht vergessen, dass wir mehr als 400.000 öffentliche Bibliotheken in der Welt haben. Und das heißt, wir sind vielleicht einer der interessantesten Stakeholdergruppen in dem IGF, weil es mehr als 400.000 Zugangspunkte sind. Poststellen sind vielleicht auch interessant, aber ich denke, wir sind doch einzigartig. Also die Frage ist, wie können Bibliotheken einen Zugang bekommen, wenn sie ihn noch nicht haben, oder wie können sie noch besser verbunden werden? Wir wollen, dass zum Beispiel sie Breitbandverbindungen haben, also schnelles Internet. Wir möchten, dass die Bibliotheken Teil der nationalen Breitbandpläne werden, insbesondere wenn diese Teile nationale Entwicklungspläne sind. Wir haben gerade auch darüber gesprochen, vor allem, wo wir gerade stehen. Und wir haben auch ein neues Forschungsprojekt auf den Weg gebracht. Ich denke, dass wir im Moment auf einem sehr guten Weg sind. Und wir freuen uns auch über die Empfehlungen der Breitbandkommission, denn für sie ist dieser öffentliche Zugang eine Möglichkeit, Konnektivität zu erhöhen. Was haben wir spezifisch geleistet? Wir haben Prinzipien entwickelt zum öffentlichen Zugang. Ich denke, dass das für alle Sie hier interessant sein kann, denn es also hin zu universellem Zugang über öffentlichen Zugang. Wir sprechen über verschiedene Politikoptionen und wir haben wirklich Fallstudien, denn es ist, denn da erkennt man, wie wirklich Politik umgesetzt wird vor Ort. Und dann sprechen wir über spezifische Schritte, die wir wirklich auch ergreifen können, um diesen Zugang zu fördern. Viele Mitglieder der Dynamischen Koalition sind auch in der P4PA Partnerschaft für dynamischen Zugang engagiert. Wir haben ein Projekt in Tunesien, da geht es um digitale Bildung und Programmieren. Und wir arbeiten mit dem hochrangigen Panel zur digitalen Zusammenarbeit zusammen. Und wir haben noch viele verschiedene andere Projekte, aber das sind jetzt erstmal die wichtigen. Dankeschön. Vielen Dank. Wir sind immer noch wunderbar in der Zeit, Tatjana. Ich würde jetzt erstmal einmal kurz unterbrechen, falls wir schon Fragen aus dem Publikum haben oder aus dem Internet. Oder haben Sie vielleicht Fragen an die anderen dynamischen Koalitionen? Wenn nicht, kommen wir zur nächsten dynamischen Koalition, Community Connectivity. Jane Coffin sollte da sein. Konnektivität der Communities. Carlos Moreno ist stattdessen da. Danke, dass Sie hier sind. Ich war etwas verwirrt, weil ich Jane nicht sehen konnte. Sie beschäftigen sich mit Konnektivität und Inklusion, aber ich weiß, dass sie etwas anders herangehen, denn sie konzentrieren sich auf lokale Gruppen vor Ort, also wirklich basisdemokratisch, und sie suchen nach alternativen Wegen für die Gemeinschaften Zugang zu bekommen. Was glauben Sie, wie können Sie beitragen zum Erreichen von SDGs? Was tun Sie für die Inklusion? Und wie passt Ihre Arbeit zu der Arbeit der anderen dynamischen Koalitionen und anderen Gruppen, die im Bereich Konnektivität arbeiten? Dankeschön. Danke. Ich bin natürlich nicht Jane Coffin, wie Sie sehen.
Aber ich bin sehr kurzfristig eingesprochen. Ich bin Carlos de Moreno. Und ich bin schon seit geraumer Zeit, seit 2016, hier in diese DC involviert. Und wir geben seitdem jedes Jahr eine Publikation heraus, in der verschiedene Mitglieder der Koalition Input bereitstellen. Und es ist eine Publikation, die wirklich für uns sehr wichtig ist, um unsere Ideen, diese basisdemokratischen Ansätze vorzustellen, und zwar aus der ganzen Welt. Ich bin auch zu spät gekommen, weil ich mit meiner Koalition befasst war. Und wir haben vielleicht, also was hier die Synergien zwischen unseren beiden Koalition angeht. Wir haben auch zu tun mit der Partnerschaft für öffentlichen Zugang, Partnership for Public Access. Und es wäre sehr schön, wenn nicht gleichzeitig Sitzungen für uns anberaumt werden, dann könnten wir nämlich nicht so gut miteinander diskutieren, wie wir das immer getan haben. Und das ist für uns sehr wichtig. Kommen wir aber zurück zu den nachhaltigen Entwicklungszielen und vielleicht auch zur Zusammenarbeit mit der dynamischen Koalition zu innovativen Ansätzen. Denn auch dort geht es um Konnektivität vor Ort. Viele Menschen dachten immer, das sei überhaupt nicht möglich, diese Art von Anschluss ans Internet. Aber wir haben jetzt beweisen können, dass es wirklich ein anderer alternativer Zugang ist. Und was haben wir mit den SDGs zu tun? Nun denken wir an SDG 9, 9C im Speziellen. Universeller bezahlbarer Zugang, insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern. Und wie dieses Ziel gemessen wird. Mobile Technologie, wenn man sich da Statistiken anschaut und das jährliche Wachstum, dann sieht man natürlich, dass es ein kontinuierliches Wachstum gibt. Jedes Jahr sind immer mehr Menschen durch Technologie verbunden. Aber die Geschwindigkeit dieses Wachstums erreicht langsam ein Plateau. Also die Geschwindigkeit nimmt ab. Das heißt, wir brauchen Alternativen, beispielsweise in Bibliotheken oder andere innovative Ansätze, Community-Netzwerke. Das Modell, das wir bislang hatten, und Frau Doreen Bogdan-Martin hat das ja schon erwähnt in ihren Worten zur digitalen Inklusion. Sie hat schon gesagt, dass wir jetzt neue Wege brauchen. Und das unterstreichen wir auch in unserer Publikation. Es geht um Politik und um den regulativen Rahmen, den wir brauchen für diese neuen Ansätze wie Community-Ansätze. Dankeschön. Danke. Wir haben jetzt ja eigentlich 5 Minuten eingeplant für Fragen und daher möchte ich eine Frage stellen. Eine Frage, die für mich viele von Ihnen betrifft. Also wir haben hier die Worte Regulierung gehört, politischer Rahmen, Investitionen. Und für mich ist es ganz auffällig oder drängt sich die Frage auf, wie viel eigentlich Ihre Arbeit zur Konnektivität von Investitionen abhängt, von Enthusiasmus, von bestehenden Werkzeugen. Hängt das eigentlich vor allem von Geld ab oder von dem, was Menschen reinstecken, von Werkzeugen, die wir schon haben und die sie nur neu nutzen, um die Menschen wirklich zu befähigen? Also wie viel hängen Sie von Geld ab oder vielmehr von bestehenden Werkzeugen oder müssen Sie auch sehr viel investieren in die Entwicklung neuer Technologie? Ich denke,
eigentlich brauchen wir alles. Was ja ganz spannend ist, was wir hier gesehen haben beim IGF, ist, dass verschiedene Technologieunternehmen zusammenarbeiten, Telefonica, Facebook, und sie versuchen, die Regierung dazu zu bringen, Regulierungshürden aus dem Weg zu räumen. Denn sie möchten jetzt Gebiete mit konventionellen Governance-Modellen auch versorgen. Und sie dachten vorher, das ginge vielleicht nicht. Oft funktionieren aber die traditionellen Netzwerkmodelle nicht. Und dann braucht man neue Modelle. Und dann muss man sich erstmal anschauen, wie die Konditionen vor Ort eigentlich sind. Wie ist das Bildungssystem? Was für einen Rahmen braucht man? Was muss man aufbauen? Und dann sehen wir oft, dass es auch Bereiche gibt, wo die traditionellen Modelle nicht funktionieren. Und das aber erstmal zu verstehen, ist ganz wichtig, denn wir haben begrenzte finanzielle Ressourcen und wir müssen schauen, wie wir sie am besten einsetzen. Und wir müssen also vieles tun, was wir schon tun, aber neue Technologien sind auch notwendig. Man muss da vielleicht etwas experimentell und kreativ sein. Wir haben über die politische Seite gesprochen. Wir wollen flexibler werden in der Regulierung. Seien es jetzt alte Regulierung, die vielleicht neu angewandt wird, oder seien es neue Politiken. Und nur so können wir lernen, wenn wir experimentieren. Danke, Stuart. Also ein großer Teil Ihrer Arbeit hängt natürlich ab von der Finanzierung. Aber Bibliotheken sind oft ein Teil eines Systems, eines öffentlichen Systems. Und das hat Vor- und Nachteile. Wenn gerade viel Geld da ist, dann ist das gut. Und manchmal, wenn das Geld knapp wird, sieht es dann schlecht aus für die Bibliotheken. Wir sollten hier ja über SDG 17 sprechen. Und da sind Partnerschaften ganz zentral. Das ist auch etwas, was wir gut können. Wir sind da nicht wählerisch. Wir arbeiten mit allen zusammen, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Und ich denke, dass das ein guter Weg ist, um Konnektivitätsprojekte weiterzubringen. Wir haben ja gerade in dem Meeting vorher über den Universal Service Fonds in Uganda und Kenia gesprochen. Das ist ganz wunderbar, aber wenn da das Geld zu Ende geht, dann muss das Projekt dennoch fortgeführt werden. Und das wird vielleicht eine Stiftung machen, vielleicht können wir Microsoft an Bord holen oder andere. Vielen Dank. Ja, Finanzierung ist natürlich wichtig. Aber ich denke, in einem nächsten Schritt, also zumindest im Bereich der Community-Konnektivität, ist Finanzierung immer eine Schwierigkeit, ein Problem. Denn es gibt zwar Mechanismen, um Geld zu generieren. Die Menschen sind da, sie sind bereit, loszulegen. Sie sind bereit, die Infrastruktur aufzubauen. Aber das größte Problem ist der regulatorische Rahmen und auch das Spektrum im Übrigen. Denn so wie es derzeit läuft, funktioniert es, dass Menschen in reichen städtischen Gebieten Zugang haben. Aber es gibt keine Anbindung für Menschen, die in armen ländlichen Gebieten leben. Also sie haben einfach das Breitbandspektrum nicht. Oder wir haben mit einer Person von Ofcom zusammengearbeitet. Und wir sprechen über alle verschiedenen Bandbreiten, die genutzt werden könnten. Und das könnte von allen genutzt werden, all den politischen Entscheidern. Denn oft mangelt es nicht am Geld, es mangelt nicht an den Personen oder am Willen, sondern wirklich an den Bandbreiten. Gut, noch ein letzter Beitrag, bevor wir zur nächsten dynamischen Koalition übergehen. Ja, Zugang und Behinderung. Wir arbeiten mit allen zusammen. Und wenn wir uns Rahmenbedingungen anschauen, dann können wir sagen, dass wir
Gesetzgebung für sehr wichtig halten, denn sie kann auch wirklich eine ganz klare Botschaft senden, dass Zugang und Barrierefreiheit wichtig ist. Dann versteht nämlich zum Beispiel der Privatsektor, dass ja, vielleicht manche Dinge erst einmal nachteilig scheinen, aber dass es für sie auch gut ist, wenn sie Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zur Verfügung stellen. Wir haben zum Beispiel Beschaffungsprozesse, wo Barrierefreiheitskriterien angewandt werden in der EU, den USA, Australien. Und es ist wirklich nützlich, wenn man barrierefreie Produkte anbietet, wenn man an Regierungsorganisationen sein Produkt verkaufen möchte. Und der Kundenstamm ist möglicherweise ein sehr großer und auch sehr interessiert an barrierefreien Produkten. Oftmals sind also die Hürden vielmehr in den Einstellungen der Hersteller, die vielleicht nicht verstehen, warum Barrierefreiheit überhaupt notwendig ist und was sie für ein großes Potenzial bietet. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu den nächsten dynamischen Koalitionen. Konnektivität und Inklusion aus einer etwas anderen Perspektive. Wir haben hier die Jugendkoalition zur Internet Governance. Ich möchte Sie fragen, warum ist die Beteiligung der Jugend wichtig für die Agenda 2030? Wie sieht die Beteiligung der Jugend für Sie aus und was sind für Sie Messgrößen des Erfolgs? Und wir hören von Virginia Balchaneit. Zunächst einmal möchte ich mit einer sehr kurzen Geschichte beginnen. Und zwar in Pakistan. Wir haben hier einen jungen Aktivisten. Eine Aktivistin, die versucht, die Welt besser zu machen, indem sie Mädchen bildet und verwitwete Frauen stärkt. Das ist keine traurige Geschichte übrigens. Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil wir dieser Person sehr geholfen haben in einem Visa-Prozess und wir waren sehr, sehr glücklich, als das Visum akzeptiert wurde und diese Person nach Berlin kommen konnte. Sie ist jetzt hier und setzt sich ein für junge Stimmen in Pakistan, spricht hier mit Stakeholdern und jungen Menschen. Und wir konnten ihn in Verbindung bringen mit verschiedenen Stakeholdern, die vielleicht ihm helfen können in der Zukunft. Es sind Menschen, die ihm gute Ratschläge, wertvolle Ratschläge geben konnten. Und das ist nur ein Beispiel für das, was wir tun. Wir repräsentieren die Jugend und wir suchen Partnerschaften. Und Outreach ist für uns wichtig. Also wir wollen eine Reichweite haben und wir wollen junge Menschen direkt ansprechen. Wir sprechen über das IGF, Internet Governance, regionale Veranstaltungen. Das heißt, wir stärken hier erstmal ein Bewusstsein für diese Themen. Und zwar im formalen und informalen Rahmen. Wir haben eine lange Mailingliste, die auch dem persönlichen Austauschdienst dient. Und wir haben auch Peer-to-Peer Ausbildung. Also wenn jetzt zum Beispiel eine einsame junge Person zu einem IGF kommt und nicht versteht, was da eigentlich los ist, dann kann sie uns ansprechen und wir erklären, wie das Ganze abläuft, mit wem man sprechen kann. Dann ist es für uns auch wichtig, neue Führungspersönlichkeiten aufzubauen, sozusagen. Das heißt, wir bieten hier erstmal Informationen und auch Zugang und Kontakte. Dann die Repräsentation junger Stimmen. Denn wir sind hier wirklich die junge Stimme des IGF. Und wir repräsentieren die Jugend in einem Politikforum. Wir sind
hier, weil wir eine Jugendkoalition der Internet Governance haben. Und ich denke, es ist wertvoll für uns, dass wir als junge Menschen hier unsere Ansichten und unsere Expertise auch teilen können. Und dann ist für uns der Aspekt der Partnerschaft ganz besonders wichtig. Beim Mittagessen bringen wir zum Beispiel junge Menschen und Stakeholder zusammen. Die Forschungswelt, die Technikindustrie, die Technikbranche und alle möglichen Menschen, die hier sind. Die jungen Menschen haben in der Regel noch kein Netzwerk und dafür sind wir da. Wir unterstützen die jungen Menschen bei all diesen, in all diesen Bereichen. Dankeschön. Bevor wir jetzt zu einer nächsten dynamischen Koalition kommen, möchte ich fragen, ob es über das Internet Fragen gibt. Nein? Diese Jugendkoalition leitet uns perfekt über zum nächsten Block. Da geht es um Themen wie Inklusion aus Geschlechterperspektive, um Gesundheit, um den Schutz von besonders verletzlichen Personen, Kindern beispielsweise. Und ich möchte aber mit der dynamischen Koalition Geschlecht beginnen. Wir hören von Mitte Vanya. Ich weiß, dass Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiges SDG ist. In den vergangenen Jahren gibt es immer mehr Bewusstsein für Belästigung, sexuelle Belästigung und eine große Bewegung dagegen anzugehen. Was tun Sie mit Ihrer dynamischen Koalition, um dieses Thema, diesem Thema zu begegnen? Vielen Dank für diese Frage. Zunächst einmal müssen wir anerkennen, dass wenn wir über Belästigung im Internet sprechen und über geschlechtbasierte Gewalt online, dass wir nie eine einfache Lösung haben werden. Denn auch Gewalt ist nie ganz einfach, es ist immer komplex. Man hat verschiedene Ebenen. Manchmal kann man gar nicht ins Internet kommen, ohne dass irgendwie Gewalt ins Spiel kommt. Wenn wir aber über den Zugang sprechen, sprechen wir einfach dann über Zugang, über bedeutsamen, echten Zugang. In Indien ist es beispielsweise so, dass Frauen und Mädchen durchaus Telefone haben, aber sie werden sehr oft stark überwacht. Sie teilen sich ein Handy mit ihrer Familie. Das heißt, alles, was sie online tun, wird sehr stark überwacht. Sie können keine Fotos hochladen und außerdem sind Trolle sehr oft wirklich, dieser Prozess des Trollens im Internet ist sehr oft gegen Frauen gerichtet oder gegen Mädchen. Was tun wir? Wir arbeiten vor Ort mit Frauen und Mädchen, wir geben ihnen Kraft und unterstützen sie. Und es ist wichtig, dass die Verantwortung für die Angriffe wirklich denen gegeben wird, die angreifen. Denn sonst haben wir keinen ausgeglichenen Blick auf Online-Gewalt. Und die Lösung muss da liegen, wo das Problem liegt. Das heißt auch, dass Plattformen und Regierungen zur Verantwortung gezogen wird. Das ist nicht die Verantwortung der Frauen und Mädchen. In vielen Ländern werden zum Beispiel Fotos und intime Fotos auch ohne Zustimmung der Mädchen geteilt. Aber das ist nicht einfach nur ein Verstoß gegen Privatsphäre, sondern es ist eine sexuelle Belästigung mindestens. Und wir dürfen diese Gewalt nicht trennen von den Körpern, denen Gewalt angetan wird. Gewalt ist ein Kontinuum. Was online passiert, bleibt nicht online, sondern hat auch Einfluss auf den Offline-Bereich. Eins, was unsere dynamische Koalition tut, ist, dass wir das Geschlecht hier wirklich zu einem aktiven Thema machen. Es geht nicht nur um aktuelle Themen, sondern auch um neuere Themen. Belästigung online, das ist ein altes Thema.
Das passiert schon seit langer Zeit, aber es ist wichtig, dass wir auch antizipieren, welche Probleme wir in der Zukunft haben werden, insbesondere bei lernenden Maschinen, künstlicher Intelligenz. Wie betrifft das Menschen unterschiedlichen Geschlechts? Das ist ja auch wichtig. Wenn wir hier über Gender sprechen, dann beschränken wir uns oft auf Frauen. Aber es geht nicht nur um Männer und Frauen. Solange wir hier immer in der Binarität bleiben, dann ignorieren wir einen großen Teil des Gender-Spektrums. Ich denke, was unsere dynamische Koalition tut, ist, dass wir Gender auch zu einem Thema in diesem angeblich technischen Foren bringen, die ja oft als neutral gesehen werden und als unabhängig von Gender und anderen sozialen Faktoren, was ich für naiv halte. Aber hierbei werde ich es erstmal belassen. Dankeschön. Thank you. And vielen Dank, das war eine wunderbare Botschaft. Und es geht ja auch darum, was der Einfluss ist. Also warum, was passiert, wenn Frauen nicht repräsentiert sind oder auch andere Randgruppen. Also wir versuchen, all diese Technologien zu entwickeln und dieses inklusive Internet. Und trotzdem haben so viele Menschen das Problem, dass sie sich nicht beteiligen können, eben dadurch, was online ist. Also neben Inklusion und Geschlechterfragen gibt es noch eine weitere Randgruppe online. Und das sind natürlich Kinder. Kinder sind oft nicht beteiligt an dem politischen Entscheidungsprozess. Ich möchte jetzt zu Maria kommen und ein bisschen darüber sprechen, was passiert, nicht nur mit Jugendlichen und mit der Jugend allgemein, sondern auch auf Spieleplattformen und im Bereich Online-Gaming. Und ich habe sehr oft gedacht, ja, Gaming, das ist so eine richtig große Industrie und ist so stark von Internettechnologie abhängig. Und die Gaming-Plattformen, die sind aber nicht wirklich hier vertreten. Also die Frage ist, was sind die großen Herausforderungen bei Ihrer Arbeit und wie reflektieren Sie die Herausforderung der Erreichung der SDGs, ganz besonders Inklusion und auch eben Gesundheit und Wohl, Qualität der Bildung und natürlich auch die Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Dieses Jahr hatten wir eine Sitzung zu Gaming-Plattformen. Auch letztes Jahr gab es so eine schon, denn wir hatten das Gefühl, dass wir nicht genug Zeit darauf verwendet hatten und dass wir mehr ins Detail gehen müssen dieses Jahr. Bei beiden Sitzungen haben wir versucht, ein ausgewogenes Panel zusammenzubekommen, also Vertreter verschiedener Panel Vertreter verschiedener Industrien an den Tisch zu bekommen, auch junge Gamer an den Tisch zu bekommen. Und ich denke, dieses Ziel haben wir dieses Jahr verwirklicht. Wir wollten jetzt auch nicht von unserer Angst ausgehen als Grundlage, denn viele Eltern und Bürger, also da wird immer viel von Angst gesprochen in der Öffentlichkeit, wenn es um Spielen und Gaming geht. Und ja, es gibt ein Maß an Angst, es gibt Risiken, es gibt Gefahren, aber es gibt auch viele Chancen. Heute Morgen wurde ein Bericht zu Global Kids Online vorgestellt von Sonja Livingston und ihrem Team. Und darin wurde eine bestimmte Methodik aus Europa verwendet und auf 10 verschiedene Länder außerhalb von Europa angewendet. Und sie fanden heraus, dass auch junge Kinder spielen, und also in der Altersgruppe 8 bis 12, und dass sie so auch gesellschaftliche Fähigkeiten entwickeln, besser zusammenarbeiten lernen und dass das eben ein Schritt ist zur Beteiligung als Jugendliche. Das ist also etwas Positives, aber es wurden auch andere Themen diskutiert, zum Beispiel Unternehmen, die Daten sammeln, die auch Profile von Kindern erstellen, also sie zu Konsumenten machen und sie dann in den Spielemarkt ziehen oder sie auch quasi in den Bereich Spielsucht bringen. Das wäre dann also ein bisschen eine der Gefahren an diesem Bereich. Und eben, es gibt auch Selbstregulierungsmodelle im Internet. Wir hatten das Gefühl, dass diese nicht so gut funktionieren. Also es bestand ein Konsens, dass
es einen rechtlichen Rahmen geben muss, um die Unternehmen dazu zu bringen, einige grundlegende Standards zu etablieren. Das sind einige der Themen, die wir besprochen haben. Tatjana, ist es okay, wenn ich noch etwas nachfrage? Also jetzt um es allen klar zu sagen, ich bin ein Gamer. Sind Sie ein Gamer oder jemand, der wirklich spielt? Ja, ich bin ein quasi Internet, jemand, der im Internet spielt. Nicht am Spielautomaten, aber ich bin wirklich ein großer Freund dieser Branche und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns dieses Thema weiter anschauen und die Frage ist, wie gehen wir um mit Gaming-Plattformen, wie kriegen wir diese Gaming-Plattformen und Unternehmen hier zum IGF, denn das sind wichtige Stakeholder. Ja, letztes Jahr gab es einen Vertreter aus London, der von so einem Unternehmen kam und bei der dynamischen Koalition hatten wir nicht das nötige Budget. Wir versuchten, jemanden einzuladen, der eben schon quasi bezahlt, selbst bezahlt war. Und es war eben jemand aus London. Und ja, da wurden wichtige Fragen gestellt zur gesellschaftlichen Verantwortung, zu Sicherheitsstandards und so weiter. Und gestern gab es eine Besprechung innerhalb unserer Gruppe. Und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, eben die Gaming-Unternehmen einzubeziehen, aber auch Technologieunternehmen innerhalb unserer eigenen Koalition. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Gibt es dazu noch Fragen? Ja, es gibt Fragen dazu. Hallo, wir haben eine Frage. Die Frage kommt von Jean-Philippe und Ruben. Er fragt, was denken die Podiumsteilnehmer über den Internetschutz, das Internetschutzgesetz in den USA, da geht es eben darum, dass Kinder keine schädlichen Inhalte im Internet zugreifen können. Und bei diesem Gesetz geht es auch, dass zum Beispiel Büchereien Filter nutzen und Schulen auch, damit Kinder von schädlichen Internetinhalten ferngehalten werden. Und da wird auch irgendwie öffentliche Finanzierung benötigt. Ja, ich denke, da werde ich dazu etwas sagen. Also dieses Gesetz, ja, so unsere amerikanischen Kollegen haben in diesem Rahmen dieses Gesetzes lange schon gearbeitet. Und wenn ich es richtig weiß, gibt es da auch öffentliche Förderung. Das könnte also bedeuten, dass da gibt es einen Zusammenhang mit der öffentlichen Förderung. Das heißt, wenn Büchereien bekommen ja öffentliche Fördergelder und deswegen, das heißt, wenn man eben diese Filter nicht einsetzt, bekommt man keine Förderung mehr. Das heißt, das hat dann Konsequenzen, die über das Ziel herausgehen, also das Ziel so ein bisschen untergraben und die Bibliothekengemeinschaft ist gegen Filter im Internet. Also wir glauben ja an Bildung, wir glauben an eben die Nutzung von Maßnahmen und nicht die Nutzung von Filtern. Aber wir glauben, dass dieses Gesetz einige Mängel hat und das versucht die Gemeinschaft in den USA ein bisschen ein bisschen zu umgehen und zu versuchen, diese Förderung vielleicht nicht mehr zu bekommen. Also beim Thema Kinderschutz im Internet gibt es eben oft das Problem, dass es protektionistisch wird. Und ich denke, da müssen wir sehr vorsichtig sein und dessen bewusst sein. Denn es geht um die schädlichen Inhalte. Wir versuchen, Kinder vor diesen zu schützen. Also wenn wir über schädliche Inhalte sprechen, dann muss man sich überlegen, was sind schädliche Inhalte? Zum Beispiel und eben wenn es eben ein protektionistischer Ansatz wird, dann wird das eben problematisch. Sexualität ist extrem schambelastet und das ist sehr gefährlich, denn wenn man die Sexualität nicht versteht, dann wird man auch nicht verstehen können, wenn tatsächlich die eigene Zustimmung nicht gewahrt wird oder nicht sichergestellt wird. Das heißt, man muss die Sexualität etwas umfassender angehen. Ich frage mich, ob die
dynamischen Koalitionen vielleicht bei diesem, ob das nicht, ja. So, I don't think. Ich glaube nicht, obwohl einige Leute wollen das bestimmt kriminalisieren. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die Sexualität kriminalisieren wollen. Also oberhalb des gesetzlichen Mindestalters für sexuelle Zustimmung. Wir müssen aber trotzdem uns bewusst werden, dass es eben da Gefahren gibt. Wir brauchen auch Regeln und wir müssen mit den Plattformen sprechen. Es gibt auch einige Werkzeuge, die für die Überprüfung genutzt werden können. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man zu sehr pornografischem Material ausgesetzt ist, dass das dann schädlich sein kann. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Auch wissen wir, dass das in einigen Ländern eine Entschuldigung, so ein bisschen als Ausrede genutzt wird, um eben den Zugang für Kinder und Jugendliche zu begrenzen auf einige Internetseiten. Also das ist so ein bisschen ein, so versucht man dann die Zensur zu rechtfertigen. Einige Länder haben nicht die Angst, dass Kinder Opfer werden, sondern dass die Kinder diesen Inhalten ausgesetzt werden. Und es kommt so ein bisschen darauf auf das Alter an. Es kommt auch darauf an, wie sich die Politiker dieser Themen bewusst sind. Also es ist sehr schwierig, mit denen in ein richtig gutes, fundiertes Gespräch zu kommen. Und ich glaube, diese Diskussionen verdienen, also es wäre gut, eine eigene Sitzung zu diesem Thema zu haben. Wenn es da jetzt keine direkte Antwort gibt, dann werden wir jetzt gleich übergehen zu weiteren dynamischen Koalitionen. Vielleicht können wir das Thema später noch diskutieren. Ja, ich stimme Ihnen vollständig zu. Es gibt einen Grund, warum es ein Zustimmungsalter gibt, ein Alter für Einwilligung gibt. Und ich stimme Ihnen zu, dass es natürlich Gefahren gibt, wenn man eben schädlichem Material ausgesetzt ist. Ich glaube, Sie wollen auch, dass die Kinder einbezogen sind in diese Diskussion. Also ich denke, da stimme ich Ihnen voll zu. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt zum nächsten Block. Da geht es um die dynamischen Koalitionen, die sich konzentrieren auf Innovation, Infrastruktur, aber es geht auch um andere SDGs, Smart Cities, Beendigung der Armut und so weiter. Und die erste dynamische Koalition möchte ich einige Fragen stellen. Also, und zwar geht es da um die dynamische Koalition zu DNS-Themen. Also Nicolas, vielen Dank. Ich weiß, Ihre Koalition, also ich möchte Ihnen gratulieren, Ihre Koalition ist jetzt ein Jahr alt und ich habe gesehen, dass Sie sich sehr konzentriert haben auf die universale Akzeptanz. Also wie passt das eben zu den nachhaltigen Entwicklungszielen? Was hält die Zukunft bereit? Denn ich weiß, ein Jahr lang in einer dynamischen Koalition zu sein, ist das natürlich schon viel, aber gleichzeitig ist auch nicht so viel. Vielleicht können Sie uns ein kleines Update geben zu Ihrer Arbeit und zu Ihren zukünftigen Zielen. Ja, vielen Dank, Tatjana. Vielen Dank, Michael. Es ist eine große Ehre, wie Sie gesagt haben. Ja, wir sind jetzt ein Jahr dabei. Gestern hatten wir eine gemeinsame Sitzung. Der Raum war ziemlich voll. Also ich denke, es gibt noch viele Erwartungen für die Zukunft, für das Jahr 2020. Es beginnt wirklich mit eben einem mehrsprachigen Internet. Das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Wir überlegen gerade, wohin es geht mit den bestimmten Aspekten der DNS. Und wir versuchen, also Domain Name System, und wir versuchen wirklich universalen Zugang zu gewähren. Und unsere Koalition hat sich eben auf diese universale Akzeptanz konzentriert. Wir haben uns so ein bisschen angeschaut, wo wir hingehen könnten, um diese Informationen zu verarbeiten. Wir haben eine Umfrage angeschaut, die wurde Anfang des Jahres durchgeführt. Und da ging es so ein bisschen auch die öffentliche Hand einzubeziehen und die Regierungen. Und das zählt zu SDG 9, da geht es um Innovationen, um Resilienz und Infrastruktur. Also es gab diese Umfrage und auch es gab die Arbeit mit unseren Mitgliedern und es gibt verschiedene Ansätze, wie man das Ziel erreichen kann. Aber alle waren sich einig darüber,
dass ein mehrsprachiges Internet das ist, was wir brauchen, dass das die Zukunft ist. Was wir dieses Jahr unterstrichen haben, ist, dass wir wirklich eine riesige Kampagne gestartet haben. Letztes Jahr in Paris wurde die begonnen. Die meiste Zeit dieses Jahr haben wir Konsultationen bei der MAC-Sitzung in Genf unternommen. Wir waren auch bei Eurodic in Den Haag Anfang des Jahres. Wir waren bei den ICANN-Sitzungen. Ich denke, einige der wichtigsten Teile ist, wie wir zusammenarbeiten können, um diese Themen anzugehen. Gleichzeitig wollen wir natürlich nicht die Arbeit duplizieren, die von der ICANN geleistet wird. Und das nehmen wir sehr ernst. Und noch einmal zurück zum Teil Innovationen und wo wir dahin wollen. Wie ich vorher schon gesagt habe, es gab eben diese erste Umfrage. Nächstes Jahr wollen wir vielleicht nochmal eine umfassendere Umfrage durchführen und auch verschiedene Sprachen abdecken. Was wir kontinuierlich abzudecken versuchen, ist, wie können wirklich die Entscheidungsträger einbeziehen in diese Debatte? Wo sind die Entscheidungsträger? Sind die in den, ist es auf Bundesebene oder auf der regionalen Ebene? Und wo können wir wirklich dieses multilinguale Internet umsetzen? Ich glaube, das reicht erst einmal. Vielen Dank. Ich habe eine kurze Frage. Sie haben Ihre Zeit noch nicht voll ausgeschöpft. Arbeiten Sie mit der ICANN-Community zusammen bei so technischen Themen? Zum Beispiel bei den IDNs. Ja, also viele technische Aspekte werden von der ICANN abgedeckt und es ist auch wichtig, mit den Regierungen über diese Themen zu sprechen. Wie wir gesagt haben, wir wollen nicht in die Arbeit anderer eingreifen. Gleichzeitig wollen wir ihre Arbeit unterstützen und komplementieren. Also die technische Arbeit soll in politische Arbeit umgesetzt werden und andersherum, ganz genau. Jetzt zum nächsten Teilnehmer. Wir kommen zu Carlo Reus von der Dynamischen Koalition zu Blockchain. Also ganz egal, wie wir über diese Technologie denken, sie wird hier bleiben und sie ist sehr stark verbunden mit dem nachhaltigen Entwicklungsziel 9. Also die Arbeit Ihrer Koalition dreht sich sehr stark um die Spannung zwischen dezentralisierten Systemen, also wenn Sie das nicht kennen, also das sind Netzwerke, also diese dezentralisierten Netzwerke und dann eben gibt es auch die aktuellen gesetzlichen Rahmenwerke. Also was denken Sie, wie man das Potenzial dieser Innovation in der Zukunft, also dieser dezentralisierten Netzwerke nutzen kann in der Zukunft und wie trägt Ihre Koalition dazu bei? Seit Guadalajara bin ich Teil dieser Koalition und dieses Jahr war der Schwerpunkt etwas anders, aber wir haben uns eben diese dezentralisierten Organisationen angeschaut und es geht vor allem um Kapazitätsaufbau. Es geht, ist egal, ob wir jetzt gerade um die Erreichung der SDGs geht oder um es um Blockchain-Technologie geht oder Internet Governance. Es gibt immer so ein bisschen die Verführung, sich spezifische, konkrete Beispiele anzuschauen. Aber überall heißt es dann Blockchain, Blockchain, Blockchain. Und das sind wir natürlich nicht. Und dann gibt es einige, die einige Technologien präferieren gegenüber anderen. Das tun wir auch nicht. Unser Ziel ist es, Kapazitäten aufzubauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Kapazitätsaufbau. Also da ging es vor allem darum, dass die Innovatoren vor allem in so einem Elfenbeinturm waren und waren so ein bisschen so, ja, Regulierungen gelten für uns nicht. Das ist so ein bisschen die Diskussion aus den 90er Jahren mit dem Internet und dann arbeiten wir auch mit dem öffentlichen Bereich, um sicherzustellen, eben dass oder ihnen zu kommunizieren, dass innovative Technologien genutzt werden können für gute Dinge, aber dass man eben dann auch möglicherweise alte Strukturen neu aufbaut und dass das gefährlich sein kann. Also eben
Rechtsexperten, Wissenschaftler und so weiter. Also die ganze Diskussion ist jetzt sehr, sag ich mal, ausgefeilt geworden. Und das Problem ist, dass es eben verschiedene Stellen gibt in der Welt. Sie sind nämlich dezentralisierte Systeme. Es ist schwierig zu sagen, welche Gesetze dann gelten und wie das aussehen könnte und wie muss man mit bestimmten Ländern und nationalen Rahmenwerken umgehen und was gilt hier. Und das Ziel war also, Kapazitätsaufbau zu verstehen, dass wenn wir dieses Wort verwenden, dass wir nicht über ein spezifisches Ding sprechen, sondern über ein Spektrum an Technologie. Meine Kollegen sagen immer, ja, es gibt ein Spektrum und es gibt eben verschiedene Dinge, die wichtig sind, wenn man eben das Wort Blockchain verwendet und man versucht wirklich einen Multi-Stakeholder-Ansatz zu nutzen, um eben auch Regierungen und Technologieunternehmen und Rechtsunternehmen zu helfen, Dinge zu verstehen, denn es ist ein komplexes Thema und auch an die Prinzipien zu denken, die man braucht, zum Beispiel auch in Vorschriften, die eben die das so ein bisschen formalisieren. Und das Gleiche gilt auch für andere Innovationsbereiche, zum Beispiel dabei Kapital aufzubauen. Und wir haben zum Beispiel jetzt auch ein Arbeitsprogramm auf den Weg gebracht. Es geht auch um das Thema Datenschutz, dass man das versteht im Kontext Blockchain und auch bei dezentralisierten Organisationen. Und man darf auch nicht vergessen, dass man eben Kapazitätsaufbau betreibt mit der Öffentlichkeit. Es geht nicht nur um Blockchain, 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 sondern es geht auch darum, was bedeutet das alles? Wie trennt man den Hype von der Realität? Also wir wollen wirklich über echte Dinge sprechen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für den sehr pragmatischen Ansatz, den Sie gewählt haben. Vielen Dank. Ich möchte noch zu einer weiteren dynamischen Koalition übergehen, der dynamischen Koalition über das Internet der Dinge. Und dann interessiert mich, wie die Dinge von diesem Standpunkt aussehen. Wir wissen, dass das Internet der Dinge überall ist und dass es sehr viel Aufmerksamkeit gewinnt. Und wir wissen auch, dass es uns dabei helfen kann, das in die Entwicklungsziele umzusetzen. Menschen können Herzschrittmacher nutzen zum Beispiel, was vorher nicht im selben Maße möglich war und viele andere Dinge. Und wann immer ich eine Zeitung öffne, sehe ich, dass ganz oft militärisch argumentiert wird, dass man zum Beispiel das Internet der Dinge für Cyberattacken nutzen kann, dass es als Waffe verwendet kann. Wir hören jetzt von der Leiterin der Arbeitsgruppe oder der dynamischen Koalition zum Thema Internet der Dinge, dem Leiter, Entschuldigung. Was kann man tun, um auch komplexe Sicherheitsmaßnahmen auf der Unternehmensseite durchzusetzen. Wie kann man die Industrieperspektive und die Nutzerperspektive zusammenbringen? Ich weiß, dass 4 Minuten dafür wohl sicher nicht genug sind, aber nein, ich probiere es in 3. Ja, es ist wichtig zu wissen, dass das Internet der Dinge Teil des Internets ist und dass es unser Leben durchdringt, dass es einfach überall ist. Sie haben schon Beispiele genannt, aber gerade auch wenn Sie über die Bekämpfung des Hungers nachdenken, stellen wir fest, dass für dieses Ziel tatsächlich auch für Ernten und Ernteoptimierung diese Technologien wirklich genutzt werden können. Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir diese Technologien brauchen. Wie verhindern wir, dass sie missbraucht werden oder dass sie zweckentfremdet werden? Nun, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt, man nutzt diese Dinge nur noch für Angriffe. Und man macht halt Angriffe, wann immer es für nützlich hält. Ja, und das ist möglich. Denn ganz viele Geräte, die momentan im Einsatz sind, sind extrem schlecht geschützt. Aber man kann natürlich auch den Nutzer selbst durch das Gerät angreifen. Es ist klar, dass man Ernten zerstören kann. Das ist in Kriegszeiten sehr nützlich, für Terroristen sehr nützlich. Es ist klar,
dass man auch Geräte, die an den Körper angeschlossen sind, angreifen kann. Und auf die Weise kann man zum Beispiel seinem Ex-Gatten möglicherweise auch eins auswischen, indem man sein Haus deutlich erhitzt. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber es ist tatsächlich so, dass es auch Dienstleistungen in dieser Richtung gibt. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Und da stimme ich schon zu, dass es darauf ankommt, wer es nutzt. Es gibt Unternehmen, es gibt professionelle Nutzer, es gibt Regierungen, zum Beispiel, die diese Geräte nutzen, um die Verkehrsdichte zu bemessen. Da können wir davon ausgehen, dass das vernünftig gemacht wird, dass man entsprechend überprüftes Personal verwendet und so weiter. Aber die Verbraucher haben diese Gelegenheiten nicht und deswegen müssen wir ihnen helfen. Wir müssen ihnen zumindest die Bewusstseinsbildung ermöglichen. Da helfen diese Zeitungsartikel sogar. Wir müssen das natürlich auf eine verantwortungsbewusste Weise tun. Aber gleichzeitig müssen wir auch dafür sorgen, dass die Geräte zertifiziert sind und die Dienstleistungen, damit sie auch entsprechend gesichert sind, damit sichergestellt ist, dass der Datenschutz gewährleistet ist für sensible Daten. Das heißt, Bewusstseinsbildung und und das Bewusstsein der Nutzer, das ist wichtig. Aber es reicht noch nicht. Wir brauchen mehr, sehr viel mehr. Es gibt schon sehr viele Geräte, die nicht geschützt sind und die gar keine unserer Kriterien erfüllen. Und neue Geräte werden ebenso die Kriterien nicht erfüllen. Sie sind vielleicht einfach nur günstig oder billig. Eine Sache, die man da tun kann, ist den Verbrauchern eine Art Türschloss anzubieten. Denn zum Beispiel kann ja ein Verbraucher sein Geld auch in einer unverschlossenen Schublade aufbewahren und dann kann man sie mit einem Vorhängeschloss sichern. Und ähnlich ist es auch im elektronischen Bereich. Aber da darf man die Verbraucher nicht allein lassen. Man darf auch nicht die Verkäufer allein lassen. Wir alle müssen uns einbringen und das bedeutet, dass uns allen bewusst sein muss, was da verkauft wird und das gesamte Netzwerk muss geschützt werden. Das ist der einzige Weg. Wir arbeiten daran, wir haben damit angefangen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Vielen herzlichen Dank, Martin. Haben Sie noch Kommentare oder Fragen? Ja, bitte. Also als Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen den DC möchte ich Folgendes nennen. Vor 2 Jahren hatten wir eine Themensitzung über das Internet der Dinge. Es ging um Spielzeuge und um Geräte, die von Kindern verwendet werden. Das ist also eine breite Kategorie. Und wie Martin gerade gesagt hat, ist es so, dass es noch eine Unterkategorie gibt. Nämlich die Kategorie, wo Kinder die Nutzer sind. Also die Konsumenten, wenn man so will. Ich weiß, dass Martin mir zustimmt und ich hoffe, wir alle stimmen zu. Wenn wir von Kindern als Verbrauchern oder Nutzern sprechen, dann sollten wir sie nicht als Personen betrachten, die verantwortlich sind für irgendwelchen Missbrauch, der geschieht. Das hat einfach mit dem Alter zu tun. Zweitens sollten Unternehmen in diesem Fall einfach höhere Sicherheitsstandards anwenden und Schutzstandards. Wir wissen, dass Daten genutzt werden und gesammelt werden über Kinder. Diese Daten sind oft nicht verschlüsselt. Wir wissen nicht, wofür sie genutzt werden. Und wir sprechen hier von Nutzern unter 18 Jahren. Dann gibt es noch andere Themen. Zum Beispiel gibt es eine Spielzeugpuppe, die mit dem Kind spricht auf Grundlage von KI. Und ein Unternehmen brachte eine Puppe heraus, die Signale von Kindesmissbrauch erkennen sollte oder irgendwelche Anbahnung von Kindesmissbrauch beim Gespräch mit dem Kind. Und da müssen wir uns fragen, wer haftet. Denn das ist wirklich wichtig. Ja, das ist doch ein Thema, also die Puppe sagt dann zum Beispiel, oh, das ist ein wichtiges Thema, du solltest mit einem Erwachsenen sprechen. Aber was ist, wenn der Erwachsene, mit dem das Kind dann in Kontakt tritt, tatsächlich der Missbraucher des Kindes ist? Oder das Kind weigert sich, das zu machen? Und wer haftet für all das? Also es gibt
tatsächlich mehr Fragen als Antworten, aber das sind wirklich sehr relevante Fragen. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das zeigt, dass die verschiedenen dynamischen Koalitionen letztendlich in ihrer Arbeit sich ergänzen und miteinander verbinden. Gibt es Fragen? Denn sonst hätte ich noch eine an Martin und Carla. Oh, es tut mir leid. Ja, bitte. Oh, das ist schon in Ordnung. Ich möchte auch den Zusammenhang hinweisen zwischen Zugang und dem Internet der Dinge. Wir haben vor 2 Jahren einen Workshop über das Internet der Dinge und Zugang zum Internet organisiert. Und Martin zum Beispiel war da. Und wir hatten sehr viele Podiumsteilnehmer. Und zu den Themen, die besprochen wurden, gehörte insbesondere die Interoperabilität, gerade vor dem Hintergrund, dass Menschen zum Beispiel mit physischen Behinderungen bestimmte Assistenztechnologien nutzen. Und mit einem smarten Gerät und einem smarten Home kommen sie viel besser zurecht. Dann ging es auch um Nutzerschnittstellen. Das heißt also darum, dass Nutzerschnittstellen in IoT-Geräten eben auch zugänglich sein sollten, also barrierefrei sein sollten für Menschen mit Behinderungen. Und das ist eben wiederum etwas, wo dann die Themen sich überschneiden. Vielen herzlichen Dank. Hat noch jemand etwas? Jetzt kommt meine Frage. Sie müssen sie nicht beantworten, aber Blockchain und das Internet der Dinge werden sehr häufig im Zusammenhang mit Regulierung genannt. Wenn Sie eine Regel einführen dürften, ein Gesetz, was würden Sie einführen? Oder würden Sie sagen, nein, bitte nicht, wir lösen das anders? Die Antwort, das ist jetzt nur meine persönliche Antwort. Ja, ja, Sie sprechen ganz für sich persönlich. Ich würde sagen, die Antwort kann nicht sein, wir machen das ohne Regulierung. Das hatten wir. Davon sind wir abgewichen seit langer Zeit. Aber wir würden um Technologieneutralität plädieren. Denn nehmen wir einmal die Blockchain-Technologie und dann macht man eine Regulierung nur dafür, dann hat man die Gefahr, dass eine andere Technologie gar nicht abgedeckt wird. Oder man reguliert etwas, was morgen gar nicht mehr existiert. Also deshalb sind wir dafür, dass alle Regeln technologieneutral sind und dass Tätigkeiten tatsächlich reguliert werden und nicht Technologien selbst. Martin? Ja. Auch wir haben mit der dynamischen Koalition zu dem Thema gesprochen. Und um 9.30 Uhr können wir mehr über das Thema erfahren. Also das war mein Werbeblock. Jetzt zur Regulierung. Nun, es gibt schon sehr viel. Flugzeuge, Fahrzeuge, das sind bereits Fahrzeuge, die zum Internet der Dinge gehören. Und sie sind reguliert. Aber wenn ich eine Regel einführen dürfte, dann wäre es das verantwortungsbewusste Verhalten. Man muss sich verantwortungsbewusst gehalten. Und Best-Practice-Beispiele dafür ermöglichen es uns hier tatsächlich, den Maßstab zu setzen. Und der Standard wird dann immer weiter ansteigen. Vielen herzlichen Dank. Ich sehe 2 Hände. Vielen herzlichen Dank. Ja, das ist eine interessante Debatte, also technologieneutrale Regeln. Auch wir sind dafür. Aber das setzt natürlich voraus, dass man Staatsanwälte und Richter entsprechend ausbildet, damit diese auch das Gesetz auslegen können angesichts neuer Entwicklungen. Das geschieht beispielsweise beim Thema Kindesmissbrauch über das Internet, also sexueller Kontakt über das Internet. Und in manchen Ländern ist es so, dass es bereits klargestellt ist, dass sexuelle Kontakte im Internet ausgelegt werden wie eine Vergewaltigung. Und aber die Richter, die entsprechende Urteile gesprochen haben, haben eben das Gesetz sehr frei ausgelegt. Und das ist auch nicht überall passiert. Und hier wäre es gut, tatsächlich auch entsprechende Urteile dann auch in andere Rechtsordnungen zu übernehmen und in Gesetze zu gießen. Dann die Daten-Governance ist ja auch ein Thema dieses EGF und es gibt viele Geräte, die Teil des Internets der Dinge sind und die
Daten und Informationen sammeln über die Nutzer, ohne dass die Nutzer dem explizit zugestimmt hätten. Ich frage mich, ob Sie vielleicht auch etwas dazu zu sagen haben, denn das ist tatsächlich eine wachsende Zahl von Geräten und hier kommen einfach die Regierungen nicht hinterher. Und ich wäre für mehr Regulierung, aber oft ist es so, dass man, glaube ich, vieles auch anders lösen kann, zum Beispiel indem man Privatsphäre-Einstellungen voreinstellt. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen über Ethik und über Werte sprechen. Die sind nicht überall dieselben in der Welt. Und Google Glasses zum Beispiel werden von der chinesischen Polizei akzeptiert. Und andere Länder sind vielleicht extrem negativ darüber dahingehend eingestellt. Das ist nur ein Beispiel. Und es gibt viele weitere Beispiele. Und morgen in der Diskussion wird es genau um diese Unterschiede gehen, weil sie absolut entscheidend sind. Denn die meisten von uns kommen ja immer noch aus Westeuropa oder Nordamerika in diesem Bereich. Und wir können nicht unsere Werte der Welt aufdrängen. Wir müssen uns öffnen und diese Technologien müssen auch die Werte widerspiegeln der Regionen, wo sie eingesetzt werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein kurzer Kommentar zu der Frage, technologieneutral, ja oder nein? Ja. Also wir konzentrieren uns auf Kapazitätsaufbau. Es sind nicht nur Richter, die ausgebildet werden müssen, auch diejenigen, die in dem technologischen Bereich arbeiten, selbst. Und das, was Martin gesagt hat über die bestehenden Regeln, ja, da gibt es schon eine ganze Reihe, auch zum Beispiel für Blockchain. Und oft ist das denjenigen, die die Technik entwickeln, gar nicht klar. Das heißt, es müssen alle besser geschult werden dahingehend. Und ich glaube, technologieneutrale Regeln sollten zunächst einmal der Normalfall sein. Und nur wenn es tatsächlich besondere Ausnahmefälle gibt oder wenn klar ist, dass es eine Ausnahme geben muss, dann erst sollte etwas Technologiespezifisches eingeführt werden. Aber dafür sollte die Messlatte sehr hoch sein. Vielen Dank für die interessante Debatte. Bevor wir jetzt zum letzten Teil kommen, habe ich auch eine Frage, Tatjana. Darf ich? Naja, okay. Ja, Sie haben 30 Sekunden. Okay, ich halte mich ganz kurz. In meiner Sicht ist es so, dass es leider bei dem nachhaltigen Entwicklungsziel 9 so ist, dass es zu wenig Zusammenhang, dass die Zusammenhänge zu wenig gesehen haben, wenn zum Beispiel zwischen Verkehrsinfrastruktur, sauberer Energie und Verbrauch. Und gerade bei Blockchain und dem Internet der Dinge ist es so, dass das, was ganz oft kritisiert wird an beiden, ist, dass sie sehr energieintensiv sind und dass die Nachhaltigkeit nicht unbedingt mitgedacht wurde, gerade beim Internet der Dinge. Und ich würde, das ist wirklich ein wesentliches Thema, das wir nicht besprechen, gerade wenn wir sehen, in was für einer Krise wir uns befinden. Was wären Ihre Empfehlungen? Was sollten wir Ihrer Ansicht nach tun? Wie sollten wir uns damit auseinandersetzen, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeit tatsächlich in diese Technologien von vornherein mit eingebaut wird, dass also die Technologien so gestaltet sind, dass sie umweltfreundlich sind? Das sind zwei verschiedene Probleme bei Blockchain, Bitcoin und so weiter, durch die sehr viel Computeraktivitäten ausgelöst wird. Beim Internet der Dinge ist es noch etwas anderes. Dazu möchte ich zwei Sachen sagen. Ohne das Internet der Dinge können wir das gar nicht beobachten, können wir auch zum Beispiel gar nicht messen, wie gut unsere Luft ist oder wie schlecht die Luftqualität ist. Und man kann zum Beispiel die Technologie dazu nutzen, um die Luftqualität zu messen und dann entsprechend die Geschwindigkeitsbegrenzung anzupassen. Wenn also die Verschmutzung zu hoch ist, darf man nicht mehr so schnell fahren. Das wäre ein Beispiel, wie man beides verbinden kann. Und das Internet der Dinge braucht man für diese Zwecke. Das heißt, es geht nicht nur darum, Energie zu verbrauchen, sondern auch um zum Beispiel die Meeresverschmutzung zu messen, den Salzgrad, Temperaturanstiege und so weiter. Das ist ein Ding. Das Gute ist, dass viele der Geräte, die nicht an das Netz angeschlossen sind, so energieeffizient sind, wie es nur irgendwie ist. Also die nicht an das Stromnetz angeschlossen sind. Denn sie nutzen ganz oft PV, denn dann braucht man nicht immer die neuen Batterien. Und es gibt einen Anreiz,
tatsächlich so wenig wie Energie wie möglich zu verwenden. Das ist der Vorteil. Aber ansonsten ist das ein gutes Argument. Ja, bei uns ist es etwas schwierig, eine klare Aussage zu treffen, weil wir ja nicht einen Konsensmechanismus über den anderen tatsächlich bevorzugen wollen. Aber natürlich muss man sich die Zielkonflikte ansehen. Und dann kann man sich zum Beispiel die Nachhaltigkeit oder den Energieverbrauch ansehen und kann sich ansehen, wie die Sicherheitsauswirkungen sind. Und dann kann man sehen, was jetzt an welcher Stelle wichtiger ist. Das kann man ins Protokoll aufnehmen. Also ich glaube, das ist eine bessere Arbeitsweise für die dynamische Koalition, als jetzt zu sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, weil das eine energieeffizienter ist als das andere. Vielen herzlichen Dank. Das war eine große Frage und eine großartige Diskussion. So, wenn wir jetzt nicht noch mehr Fragen haben, dann möchte ich jetzt sehr gerne in den letzten Block übergehen. Wir haben noch 4 weitere dynamische Koalitionen und sie arbeiten an der Frage Frieden, Sicherheit, starke Institutionen. Aber ihre Arbeit ist auch direkt verbunden mit den Bemühungen zur Herstellung der Gleichstellung und auch zu Infrastruktur und vielen anderen Bereichen. Ich möchte mit der Dynamischen Koalition für die Internetrechte und Prinzipien beginnen, mit Minda Moreira. Und diese Koalition für die Internetrechte und Prinzipien ist natürlich direkt an das 10. Entwicklungsziel Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen gebunden. Aus dem, was Sie eingereicht haben, sehe ich, dass Sie sich sehr für die Gleichberechtigung einsetzen und auch um Zugang zum Internet für marginalisierte Gruppen und Minderheiten und auch insbesondere Flüchtlinge. Darüber möchte ich, dass Sie ein bisschen sprechen. Ich weiß, dass Sie bereits seit Jahren an der Umsetzung der Menschenrechtscharta für das Internet beteiligen. Wie passt beides zusammen und wie läuft Ihre Arbeit und was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Das sind gute Fragen. Flüchtlingsrechte sind ein Thema, mit dem wir uns in den letzten Jahren intensiv beschäftigt haben. Und das hat direkt zu tun mit der Charta, denn es gibt ja die Charta für Menschenrechte und die Prinzipien des Internets und darin enthalten sind 21 Rechte und 10 Grundprinzipien. Und unsere Arbeit besteht darin, Outreach zu betreiben für diese Charta. Wir schauen uns die Rechte an und sehen, welche Gruppen tatsächlich eines besonderen Menschenrechtsschutzes online bedürfen. Und Flüchtlinge und Migranten gehören zu diesen Gruppen. Deshalb haben wir uns zunächst einmal das Recht auf Internetzugang angesehen. Und das ist eine Sache, die uns aufgefallen ist. Wenn wir von Flüchtlingen sprechen, dann geht es nicht um eine Schwarz-Weiß-Darstellung. Nicht jeder, der Flüchtling ist, hat tatsächlich die Möglichkeit, auf das Internet zuzugreifen. Und wer zum Beispiel in einem Internierungslager für Flüchtlinge ist, hat oft nur sehr wenig Zugang und wird sehr stark überwacht. Dann gibt es auch andere Gruppen, wie zum Beispiel Obdachlose im Vereinigten Königreich. Dort ist es so, dass es extrem schwierig ist, einen Online-Zugang zu erhalten, wenn man keine Adresse hat. Man kann auch Bibliotheken oder so ganz schlecht nutzen. Das ist also ein Zugangsrecht, was wir uns ansehen. Dann haben wir uns auch mit dem Recht auf Nichtdiskriminierung bei der Nutzung des Internets beschäftigt. Und auch das ist sehr stark auf diese Minderheiten bezogen. Dann das Recht auf Privatsphäre im Internet, das Recht auf Datenschutz im Internet. Das sind alles Rechte, die in der Charta enthalten sind. Und im Falle der Flüchtlinge ist es beispielsweise so, dass wir der Ansicht waren, dass es wichtig war, das Recht auf Privatsphäre im Internet durchzusetzen, denn das geschah bis dahin nicht gerade in den Auffanglagern oder in den Internierungslagern. Dort werden oft selbst Grundbedürfnisse nicht
geschützt, wie zum Beispiel das Recht, über das Internet mit der Familie zu kontaktieren, Informationen aufzusuchen oder sich auch selbst zu schützen. Damit haben wir uns beschäftigt, wie auch mit dem Datenschutz. Im letzten Jahr haben wir uns also sehr stark auf Flüchtlinge konzentriert und auch auf die Nutzung von KI und von Blockchain-Technologie und anderen neuen Technologien. Und hier besteht die Sorge, dass die Nutzung neuer Technologien, wie zum Beispiel der KI in Flüchtlingslagern, manchmal experimentell geschieht. Und unsere Frage ist, wer kann zur Rechenschaft gezogen? Was passiert mit den Daten? Was ist mit den Rechten dieser Flüchtlinge auf Schutz? Gibt es dahingehend irgendwelche Transparenz? Gibt es Gruppen, die zusammenarbeiten? Was ist mit der Regierung, mit der Zivilgesellschaft, mit den Flüchtlingen selbst? Das sind ganz wichtige Themen, mit denen wir uns beschäftigen wollten, mittels der Charta und der Arbeit, die wir bereits geleistet haben. Ja. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns noch eine neue Perspektive geliefert haben, dazu, was nötig ist, um Menschen online zu bekommen, Menschen, die bisher ausgeschlossen sind vom Internet. Sie haben uns jetzt keine technische Perspektive geliefert, sondern eine Menschenrechtsperspektive. Ja, Menschenrechte, aber insbesondere auch die Frage der Rechenschaftspflicht. Denn hier geht es wirklich um riesige Datenberge, die generiert werden in diesem digitalen Zeitalter. Und das ist wirklich tatsächlich eine gute Überleitung zum Konzept der Verantwortlichkeit. Und daher möchte ich zu Nicolo Zengales schalten. Ich möchte Sie dazu einladen, uns etwas mehr darüber zu erzählen, was wir schon die ganze Zeit gehört haben, nämlich zur Verantwortung der Plattformen. Wir haben schon ziemlich viel dazu gehört, immer wieder auf der Tagesordnung, aber in den meisten Fällen war es so, dass es um Sorgen ging, dass es also um Inhaltsregulierung ging, dass es um Restriktionen ging und nicht so sehr um Markttheorien etc. Und ich möchte gerne, dass Sie von Ihrer Arbeit berichten, die Sie im letzten Jahr und tatsächlich in den letzten 5 Jahren geleistet haben. Ja, Sie sind ja schon zum 5. Mal beim IGF dabei. Worauf konzentrieren Sie sich in Ihrer Arbeit? Wie hat sich diese Arbeit entwickelt in den letzten Jahren? Und Sie beschäftigen sich ja mit diesem Thema aus der Perspektive einer kollektiven Governance. Und wie trägt das zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele bei? Vielen Dank, Michael. In den letzten 5 Jahren haben wir uns vor allem darum bemüht, von vagen Prinzipien, nämlich den Leitlinien der UN zu Menschenrechten und Unternehmen, zu einer Umsetzung in den Online-Plattformen zu kommen. Und das hat zu tun mit dem Konzept der Verantwortlichkeit. Man hat eine Verantwortung gegenüber nicht nur einzelnen Personen, sondern einer Gemeinschaft. Wir müssen tatsächlich verstehen, worin die Verantwortung der Online-Plattformen besteht. Und zweitens geht es darum, dass man tatsächlich das Ganze in Proportion setzt zur Macht oder zur Marktgewalt. Und da kommt auch das Thema Marktversagen ins Spiel. Also in unserer im ersten Schritt unserer Arbeit haben wir das Konzept der Verantwortlichkeit definiert und dann haben wir uns bemüht, auch das Recht auf tatsächlich Streitbeilegung und auf Rechtsmittel durchzusetzen, damit die Plattformen wirklich gezwungen werden können, ihren menschenrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Dann haben wir eine Umfrage durchgeführt auf verschiedenen Plattformen und daraus haben wir dann verschiedene Best Practices entwickelt, beziehungsweise wir haben sie ermittelt, also gerade auch für das Recht auf Rechtsmittel. Aber wir haben festgestellt, dass es ganz verschiedene Antworten gibt, je nachdem, welche Werte die einzelne Plattform verfolgt. Im letzten Jahr haben wir verschiedene
Beiträge unserer Mitglieder bekommen zu den Werten, die bei der Plattformregulierung umgesetzt werden sollte, sowohl von den Plattformen selbst als auch von den Regulierungsbehörden. Und wir haben versucht, beide Themen, also die sozialen Werte und die wirtschaftlichen Werte, zusammenzubringen. Das heißt, wie viel Wert wird von einer Plattform geschaffen, wie viel wird von anderen abgezogen, die die Systeme nutzen. Und wie können wir auch die Regulierung so umdenken, dass wir eine harmonische Entwicklung haben, dass also sowohl die wirtschaftliche Entwicklung und die sozialen Werte miteinander Hand in Hand gehen. Also wir sprechen hier von Demokratie, Umweltschutz, Grundrechten, Arbeitsstandards und so weiter. Also ich glaube, wir haben jetzt erkannt, dass wir diese Werte genau verstehen müssen und dass wir zusätzlich auch ein gemeinsames Verständnis entwickeln müssen, das dann auch die Regulierungsbehörden nutzen können. Das heißt, was jetzt Ihre zukunftsorientierte Frage betrifft, was werden wir tun, kann ich sagen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir einige Definitionen und Prinzipien herausgeben werden, die die Regulierungsbehörden nutzen können, um Werte zu stärken und um den Plattformen dabei zu helfen, Werte zu schaffen, so dass sie der Gesellschaft etwas Gutes tun. Und im nächsten Jahr möchten wir ein Glossar herausbringen, das wichtig ist für die Plattformregulierung und vielleicht auch ein Handbuch, das die Regulierungsbehörden dann nutzen können. Vielen herzlichen Dank. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Bislang noch keine Fragen aus dem Publikum oder online, aber ich habe eine Frage, wenn wir über Regulierung von Plattformen sprechen, da war das ist ein Begriff, den wir 5 Jahren überhaupt nicht wagten, in den Mund zu nehmen. Warum sollten wir Plattformen regulieren? Sie sollten aufblühen, wir sollten sie in keiner Weise einschränken. Und was denken nun Sie? Sie arbeiten ja an den Bereichen Menschenrechte, Prinzipien, Rechenschaft. Glauben Sie, dass wir Regulierung entwickeln können, entsprechend einem menschenrechtsbasierten Ansatz? Sollten Regierungen jetzt Schritte ergreifen, weil die Plattformen, die Gesellschaften selbst es nicht geschafft haben, Menschenrechte umzusetzen? Denken Sie, dass gesetzliche Regulierung ein Weg sein kann? Ich weiß, dass das eine komplizierte Frage ist, aber ich stelle sie trotzdem. Ja, das ist eine äußerst komplizierte Frage. Wir setzen uns ein für Menschenrechte quasi als Voreinstellung. Sie sind von Anfang an die Grundlage und dann wird alles darauf aufgebaut. Also man hat einen gewissen Rahmen. Und Unternehmen und Organisationen haben auch noch andere Möglichkeiten, um zu sehen, ob Menschenrechte wirklich eingehalten werden. Das kann aber nicht nur das Unternehmen selbst beurteilen, sondern es muss wirklich externe Beurteilungen geben. Menschenrechte by Design, also von Anfang an eingebaut, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich stimme absolut zu. Ich denke, dass Staaten eine Pflicht haben, sicherzustellen, dass Menschenrechte eingehalten werden, respektiert werden. Natürlich kann man alles dem Markt überlassen, aber der Staat muss dennoch die Situation kontrollieren, überwachen. Und wenn Selbstverpflichtungen nicht ausreichen, dann muss eben auch der Staat eingreifen. Es ist in diesem Sinne auch wichtig anzuerkennen, dass in einer plattformbasierten Gesellschaft sozusagen es nicht einen Staat gibt. Die ganze Internetgemeinde, Netzgemeinde muss sich koordinieren, um sicherzustellen, dass diese Probleme gelöst werden. Danke. Und dann noch eine letzte Frage an Sie beide, vor allem an Nicola. Was glauben Sie bei der Verhandlung und Entwicklung dieser Regulierung? Was glauben Sie, welche Rolle sollten dort die Plattformen spielen? Sollten sie zusammen mit den Regierungen diskutieren und die Regulierung entwickeln oder sollten sie da nicht mitreden dürfen? Das ist ja quasi die Millionenfrage. Das hängt natürlich von der konkreten Frage, dem konkreten Problem an. Wir wissen ja, dass die verschiedenen Stakeholder unterschiedliche Rollen und Verantwortung einnehmen können, je nachdem, worum es geht.
wenn es um weniger weitreichende Regulierung geht, dann müssen wir natürlich uns erstmal fragen, was sind die Werte, die wir fördern wollen und was sind die besten Strategien, um diese Werte zu erreichen. Und oftmals gehen wir diesen ersten Schritt gar nicht, aber der ist wichtig, um sicherzustellen, dass wir ein Problem lösen und kein neues erschaffen. Ich hätte sagen sollen vielleicht, dass wir diese Publikation herausgegeben haben, eine Sonderausgabe. Sie ist offen verfügbar, frei verfügbar. Und wir haben einige Beispiele gegeben für gesetzliche Regulierung, die nicht wirklich verstanden hat, was es eigentlich ging. Und dadurch sind dann unerwartete Folgen aufgetreten, negative Folgen. Um nochmal klar zu sein, ich weiß, dass in den letzten 1-2 Jahren viele Stakeholder sehr, sehr unzufrieden waren mit Aufrufen zur Regulierung von sozialen Plattformen. Und oftmals fand das Ganze dann quasi im Hinterzimmer versteckt statt. Und daher frage ich mich, was glauben Sie, wie viel sollten Plattformen beitragen? Denn das ist ja vielleicht schon mal passiert. Minda, bitte. Ja, es ist wichtig, dass es Regulierung gibt. Wir haben ja aber schon gesagt, dass wenn man sich zusammensetzt oder ob man sich zusammensetzt oder nicht, das hängt von der konkreten Frage ab. Aber ich denke, dass es wichtig ist, dass immer verschiedene Stakeholder zusammenarbeiten. Wir haben gestern im Workshop zu Datengovernance und künstlicher Intelligenz und der Zukunft der Menschenrechte schon genau über dieses Thema gesprochen. Denn manchmal ist den Gesetzgebern nicht ganz klar, welche Themen sich eigentlich ergeben im Bereich künstliche Intelligenz. Man braucht also wirklich eine Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass wirklich ganz klar ist, was eigentlich reguliert wird und was damit erreicht werden soll. Christopher hat noch etwas zu sagen. Haben wir eine dynamische Koalition zur künstlichen Intelligenz? Nein, noch nicht. Ich glaube, das ist eine tolle Frage und wir haben Glück, dass wir sie hier hören konnten. Denn wir haben hier einen Experten für Regulierung, Chris Morrison. Ja, ich habe ihn schon oft zitiert, eigentlich in jedem meiner Artikel. Das ist wirklich eine kontroverse Frage in der wissenschaftlichen Literatur. Das IGF basiert ja auf einem Multi-Stakeholder-Ansatz. Das heißt, alle beteiligten Gruppen sollen einbezogen werden und wir glauben, dass das zum besten Ergebnis führt. Und es gibt verschiedene regulatorische Prozesse, wo nicht nur die Regierung unilateral handeln, sondern mit anderen zusammen. Aber das wird auch manchmal kritisiert, weil damit die regulierten Unternehmen angeblich zu viel Einfluss haben in dem Prozess. Und es ist schwierig, da klare Grenzen zu ziehen. Und ich muss gestehen, dass wir da auch noch nicht so weit sind. Also wir wursteln uns da so ad hoc durch. Aber ich denke, dass also es für beide Ansätze durchaus Argumente gibt. Und es ist eine schwierige Balance. Ich möchte hier nochmal gerne eingreifen, denn wir sprechen über Plattformen. Und ich möchte hier eine vielleicht unangenehme, kontroverse Frage stellen. Vielleicht sollte ich sie noch nicht mal stellen, aber ich glaube, es ist wichtig, das Ganze mal anzusprechen. Denn hier, was ja wirklich hier zentral ist, ist das Geschäftsmodell. Es tut mir leid, aber wir haben ja immer wieder gesehen, dass es Überwachungskapitalismus gibt. Damit sind wir hier konfrontiert. Und wenn es also um diese Plattform geht, dann wie sollen wir dann die Plattform zur Verantwortung ziehen, wenn ihr Geschäftsmodell potenziell, wenn ich diplomatisch sein will, unsere ganzen Bemühungen untergräbt? Und vielleicht kann Nico dazu irgendwas sagen. Tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. Naja, dann sollte man das Geschäftsmodell ändern, wenn es nicht mit dem Gesetz kompatibel ist. Ja, es gibt diese Definition des Überwachungskapitalismus. Und es gibt natürlich aber eine Möglichkeit, Daten zu sammeln,
die Datenschutzstandards entspricht. Also man dient ja quasi zwei Herren als Unternehmen. Einmal den Nutzen und dann den Werbeanbietern. Also man möchte die Nutzer dazu bewegen, möglichst viel Zeit auf der Plattform zu verbringen, um Daten zu sammeln. Aber das kann man ja auch auf verantwortungsvolle Art und Weise machen. Und ich glaube, da gibt es diverse Möglichkeiten, das zu tun. Wir haben keine Definition, was eigentlich Wert ist in einer plattformbasierten Gesellschaft. Und das führt zu einer ganzen Reihe an Möglichkeiten, eben nicht verantwortungsbewusst ein Unternehmen zu führen. Also muss man erst einmal klar definieren, was Wert ist. Und dann setzt es auch den ganzen Exzessen, die wir derzeit sehen, ein Ende. Ich habe eigentlich gewartet, bis ich drankomme, aber wir wissen, was Wert ist in einer plattformbasierten Gesellschaft. Und es ist nämlich Werbung, das ist der einzige Anreiz, den Plattformen derzeit haben. Und das heißt, also erstmal eine Sekunde, die man eine Anzeige überhaupt sieht. Und daraufhin wird dann die Plattform optimiert. Hier haben wir Skaleneffekte, das werde ich später auch nochmal besprechen. Aber hier kommen wir zu einem ganzen Schwarzmarkt von Trollfabriken und so weiter, Clickshares, Followers. Und die bestimmen jetzt schon unsere Wahlergebnisse. Wir haben einen Bericht zur organisierter Kriminalität und wir haben jetzt erst einen Bericht herausgegeben zu einer weiteren Trollfabrik in der Ukraine. Und hier wurde mit verschiedenen Politikern zusammengearbeitet im Wahlprozess. Und auch wenn man sich in Indien, Serbien und so weiter Trollfabriken anschaut, dann sieht man, dass das wirklich ein profitables Geschäftsmodell ist in Entwicklungsländern. Ich möchte jetzt aber nicht mehr von Ihrer Zeit verbrauchen. Lassen Sie mich doch Mira Milosevic vorstellen. Sie repräsentiert die dynamische Koalition zur Nachhaltigkeit von Journalismus und neuen Medien. Wir haben jetzt ja noch 3 Kommentare. Bitte fassen Sie sich so kurz wie möglich und dann kommen wir zu den letzten 2 dynamischen Koalitionen. Ich möchte sehr kurz reagieren auf das, was Sie gesagt haben. Ich teile Ihre Bedenken und ich verstehe, warum Sie das aufbringen. Und ich stimme Ihnen durchaus zu, dass das werbungsbasierte Modell natürlich ein Wert ist oder eine Möglichkeit der Wertschöpfung für Plattformen. Aber ich glaube, nicht die einzige. Es gibt natürlich nur, wenn man sich die Nutzungsbedingungen anschaut, zum Beispiel Marketingmodelle, dann sieht man, dass die Plattformen auch andere Werte anerkennen. Wir wissen allerdings nicht, wie sie eingestuft werden, eingeschätzt und miteinander ausgeglichen. Und ich denke, es sollte also mehr Verantwortlichkeit geben. Noch 3 Kommentare. Christopher. Nico, vielen Dank für Ihren sehr nuancierten Ansatz. Es gibt dieses Werbungsmodell, das kennen wir noch aus dem althergebrachten Fernsehen. Und es funktioniert. Aber Verbraucherinteressen sind eben auch wichtig. Und das muss man hier ausgleichen. Und Verbraucher mögen nicht nur auf sie zugeschnittene Werbung. Sie wollen wirklich einen ausgewogenen Ansatz. Sie möchten Informationen zu Gesundheit, zu Wahlen, zu Finanzen und eine andere Art von Informationen, wenn man entscheiden möchte, wohin man in den Urlaub fährt und so weiter. Es gibt Plattformen wie YouTube Kids und da ist das Geschäftsmodell, dass junge Menschen, dass Kinder Videokonsumenten sein sollen und es wird Werbung abgesetzt und dementsprechend ist der Algorithmus optimiert. Eigentlich sollte der Fokus auf Bildung
liegen, wenn es um Kindesschutz geht. Aber das ist nicht das Geschäftsmodell. Es geht darum, dass die Kinder wirklich quasi an den Haken geholt werden und Konsumenten werden sollen. Minda, haben Sie noch einen Kommentar? Nicht spezifisch hier, also können vielleicht zuerst die anderen Koalitionen sprechen. Aber Sie haben noch einen Kommentar. Hi, ich bin Chris. Ich glaube, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, wie Plattformen operieren. Morgen 9.30 Uhr, Raum 1, da gibt es eine Diskussion darüber, wie Plattformen in Brasilien und in den USA die Wahlen beeinflusst haben und auch das Brexit-Referendum. Kommen Sie morgen um 9.30 Uhr, hören Sie zu. Vielen Dank. Ich bin froh, dass wir jetzt noch von zwei dynamischen Koalitionen hören werden und ich sie nicht mehr vorstellen muss, zumindest nicht, wer sie repräsentiert. Jetzt komme ich also zur dynamischen Koalition von Nachhaltigkeit, von Journalismus und Nachrichtenmedien. Mira Milosevic, ich glaube, Sie sind die jüngste dynamische Koalition, aber dennoch sind Sie schon sehr aktiv. Sie arbeiten viel im Bereich zu Zugang zu Informationen. Denn ein nachhaltiges Entwicklungsziel ist ja Gerechtigkeit und starke Institutionen. Was haben Sie bislang getan und was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie, dass ich mich schon so vorschnell eingeschaltet habe. Es ist schwierig zu sagen, was wir bereits erreicht haben, denn wir haben uns erst gestern formal konstituiert. Aber wir sind schon seit geraumer Zeit eine Gruppe, die in den letzten Jahren mit Marc und dem Sekretariat gearbeitet hat, um diese Koalition zu gründen. Und wir sind sehr aktiv im Bereich nachhaltige Entwicklungsziele. Wir haben ein globales Forum für Medienentwicklung seit 2014. Da wurden zunächst die SDGs formuliert. Und wir setzen uns schon lange ein für freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit als Teil der SDG. SDG 10, 10.1 und 10.2 setzen diese Themen auf die Agenda, so wie auch andere Grundrechte. Und wir sind froh, berichten zu können, dass dieser Indikator zu Informationszugang 10.1 dank der Arbeit unserer Partner, wie zum Beispiel UNESCO, jetzt in Tier 1 ist. Wir arbeiten also viel zu Zugang zu Informationen. Wir haben dazu viele Daten und wir haben auch viele Daten zur Frage Sicherheit von Journalisten. Dann haben wir das SDG 16 zu inklusiven, gerechten und friedlichen Gesellschaften. Und wenn man sich da den interessanten Bericht von UNDP anschaut zum Ziel 16+ aus diesem Sommer, dann kann man sehen, dass es durchaus beunruhigende Entwicklungen gibt. Eine davon ist stärkere Gewalt, stärkere Ungleichheit. 80% der betroffenen Personen leben in konfliktbelasteten, gewaltbelasteten Situationen. Wir sehen auch immer mehr Fehlinformationen, Falschinformationen, insbesondere insbesondere vor Wahlen. Darüber wird Christopher morgen noch sprechen. Wir haben uns also das SDG-System angeschaut und wir haben gesehen, dass es wirklich gar nicht so viel Raum gibt für echte Multi-Stakeholder-Zusammenarbeit. Und Probleme, die zum Beispiel Journalisten haben, Sicherheit, Trolle, Cyberangriffe, aber auch staatlicher Druck und auch professionelle Informationen zu Journalismus, sowas, dafür haben wir noch gar keine geeigneten Foren. Und daher dachten wir, dass eine Zusammenarbeit mit verschiedenen dynamischen Koalitionen und innerhalb dieses IGF-Systems gut wäre. Vielen Dank also, dass Sie uns willkommen heißen.
Wir haben noch viel zu lernen, das können Sie ja schon sehen. Und viele, und es gibt viel, was wir noch zu erreichen haben. Wir arbeiten mit Partnern bei Eurodig, bei der RightsCon zum Beispiel in diesem Jahr. Wir arbeiten auch mit UNESCO und anderen Partnern zusammen, mit der Information Democracy Commission. Wir halten Konferenzen ab zum Thema Freiheit, Pressefreiheit, um unsere Forschung und die Stimmen der Journalisten wirklich bekannt zu machen und in diese Foren einzubringen. Denn wir glauben, dass die Regulierung der Internetinhalte immer auch nicht, sich nicht nur darum drehen muss, negative Inhalte zu regulieren, sondern auch wirklich das Internet zu stärken und zu fördern, das wir eben morgen sehen wollen und in der Zukunft. Vielen Dank. Jedes Thema, das wir hier ansprechen, verdient wahrscheinlich einen ganzen Konferenztag mindestens, wenn nicht mehrere Tage. Und ich bin wirklich so froh zu sehen, wie Ihre Arbeit wirklich ineinander greift immer wieder. Ja, absolut. Vielen Dank. Ich versuche jetzt nochmal hier eine Verbindung zu erstellen zu unserem letzten Redner, Christopher Morris, Marsden. Denn hier läuft ja immer ein roter Faden durch. Verantwortung, ein rechtebasierter Ansatz, rechtebasierter Zugang zu Konnektivität. Christopher arbeitet zum Thema Netzneutralität. Und im letzten Jahr haben sie sich konzentriert auf die Fähigkeiten neuer Technologien mit Blick auf Netzneutralität. Das hängt natürlich mit SDG 9 zusammen. Es geht um Infrastruktur, Innovation. Aber es hat auch mit Menschenrechten zu tun, dem Recht auf Zugang und freien Zugang. Was würden Sie sagen, sind einige der negativen Folgen neuer Technologien, wie zum Beispiel 5G, dem Internet der Dinge? Leider ist Martin ja nicht hier, um vielleicht zu antworten. Und wie kann reagiert werden auf diese negativen Folgen? Im Hinblick auf Ihre dynamische Koalition und für die SDG allgemein. Ich möchte erstmal unsere drei Heldengruppen quasi hier erwähnen. Unsere Moderatoren, die jetzt seit 2 Stunden 12 von uns hier disziplinieren, dann auch natürlich das Publikum. Danke, dass Sie hier sind. Stellen Sie uns Fragen in ein paar Minuten, die wir am Ende noch die wir noch haben, sonst hat es ja keinen Zweck, hier zu sein, außer dass Sie mal Zeit haben, E-Mails abzuarbeiten. Und vielen Dank auch für all die Mitarbeiter, die hier um 18:23 immer noch da sind. Ich arbeite also in der dynamischen Koalition zur Netzneutralität. Uns gibt es seit 7 Jahren, seit 2013. Das heißt, wir waren von Anfang an mit dabei. Für uns ist es immer schwierig, denn wir haben wirklich mit den konkreten Auswirkungen der Politik zu tun. Das ist etwas, was beim EGF nicht so oft passiert, aber wir entschuldigen uns nicht dafür im Übrigen. Ich bin außerdem Professor für Recht in Großbritannien und meine Kollegen in Großbritannien sind übrigens momentan national, streiken übrigens national. Sie möchten nämlich verhindern, dass unser Pensionssystem untergraben wird, unser Rentensystem. So, die dynamische Koalition setzt sich ein für freien und offenen Internetzugang. Viele von Ihnen haben sicherlich in Ihren Ländern ein Netzneutralitätsgesetz. Das heißt nicht unbedingt so, also es heißt vielleicht Gesetz für ein offenes Internet und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedenste Namen, aber es ist alles eins. Seit 2013 forschen wir und erstellen Politikberatung und Vorschläge. Wir müssen uns mal klonen, denn wir sind wirklich so aktiv. Wir sind Hansdampf in allen Gassen. Wir arbeiten also hin auf Netzneutralität. Das heißt, dass wir eben entsprechende Empfehlungen herausgeben. Das, denke ich, haben wir durchaus auch kontroverse Erfolge, kann man sagen. Im Jahr 2019 arbeiten wir jetzt daran, dass wir uns anschauen, wie es mit Kompatibilität aussieht zwischen dem Prinzip der Netzneutralität und verschiedenen Geschäftsmodellen, 5G, der vierten industriellen Revolution, das ja aber eigentlich die fünfte ist, und dem Internet der Dinge. Eines der Dinge, die wir dieses Jahr
produziert haben, ist eine Karte auf zerorating.org. Sehen Sie diese Karte und Sie und wenn Sie auf networkneutrality.info gehen, dann sehen Sie, was wir bislang veröffentlicht haben. In den ersten 3 Jahren haben wir mit Primavera zusammengearbeitet und wir haben wirklich hervorragende Dinge herausgegeben. 4 Bücher in den ersten 3 Jahren, das ist wirklich beeindruckend, mit Vorwörtern von Sahu, Marie Chachaka, Louis Poussin hat etwas beigetragen. Es gibt viele Väter des Internet übrigens. Tim Berners-Lee, der Vater des Internet, aber auch Louis Poussin und andere. Wir haben also schon sehr viel gearbeitet und ich möchte nur anerkennen, dass wirklich viele, viele Menschen hier etwas beigetragen haben. Natürlich auch Christopher. Also ich möchte wirklich unterstreichen, dass auch er etwas getan hat und gearbeitet hat zu Net Neutrality. Ich möchte außerdem anerkennen, was wirklich hier der Elefant im Raum ist, wenn man so will, also das große Thema, nämlich Überwachungskapitalismus. Ja, es fehlt hier oftmals an Engagement der Branche. Wir möchten hier gerne mehr sehen. Manchmal sagen Leute, hey, ihr, es ist eure Schuld. Ihr seid die dynamische Koalition zur Netzneutralität. Und ihr müsst die Telekommunikationsunternehmen wirklich zur Verantwortung ziehen. Und wir möchten wirklich auch, dass die Unternehmen wirklich mehr an Bord kommen. Und was uns auch wichtig ist, ist, dass wir mit den anderen dynamischen Koalitionen so viel wie möglich zusammenarbeiten. Also nicht nur hier mal zusammenkommen am Ende des IGF, sondern wirklich kontinuierlich zusammenarbeiten. Zum Beispiel mit dem Jugend-IGF. Denn Netzneutralität, das kann ja wirklich eine riesige Hürde sein. Wir sollten vielleicht auch eine dynamische Koalition für Fehl- und Missinformation sein, aber das brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja schon eine Koalition, die zu diesen Themen arbeiten, genauso wie Menschenrechte, Grundrechte, Genderfragen, Privatsphäre von Anfang an und so weiter und so fort. Je mehr wir auch über unsere Koalition hinaus zusammenarbeiten, desto mehr können wir auch erreichen. Und dann können wir auch uns immer daran erinnern, dass wir für ein offenes und inklusives Internet arbeiten, das uns allen dient. Ich möchte Professor Singhala anerkennen für die harte Arbeit, die Zusammenarbeit mit uns und anderen dynamischen Koalitionen. Und wir wollen wirklich noch mehr tun in der Zukunft. Also lassen Sie uns wirklich dynamisch sein in der Zukunft. Vielen Dank, Chris. Wir vergeben Ihnen, dass Sie die Zeit etwas überzogen haben. Aber wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht überziehen wir auch noch ein bisschen. Gibt es noch ein paar Fragen von den Online-Teilnehmern oder aus dem Publikum, nachdem Chrissy so leidenschaftlich aufgefordert hat? Bitte kommen Sie ans Mikro. Es gibt übrigens auch viele Mütter des Internets, daran möchte ich noch mal erinnern. Kommen Sie an den Tisch, irgendwo werden Sie schon ein Mikro finden. Vielen Dank. Ich bin Jennifer Boucher. Meine Frage richtet sich an Mira. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen dynamischen Koalition. Offiziell 1 Tag alt. Wow. Eine ganz breit gefasste Frage, auf die es sicherlich keine einfache Antwort gibt. Aber sie ist sehr leicht zu stellen, diese Frage. Was haben Sie zu sagen zu staatlicher Regulierung, wenn wir doch wissen, dass die Medien nicht immer von Regierungen sehr gern gesehen werden? Ja, das ist eine gute Frage. Vielen Dank. Journalisten und Medien mögen Regulierung nicht. Natürlich gibt es Regulierung, da auch die Frequenzbänder in gewisser Weise eingeschränkt sind und irgendjemand muss sie ja zuweisen. Und Selbstregulierung haben aber die Medien immer schon vorgezogen. Wenn wir über freie Meinungsäußerung sprechen, dann wäre es immer am besten, wenn die Branche sich selbst regulieren würde. Und es gab die große Hoffnung, dass das bei Plattformen auch funktionieren würde. Und auch in anderen Räumen, wo man sich online ausdrücken kann.
Aber leider ist es so, dass diese Selbstverpflichtungen nicht immer funktionieren. Ich sage nicht, dass wir sie deshalb vollkommen fallen lassen sollten. Ich glaube nicht, dass wir die Zusammenarbeit mit Plattformen beenden sollten. Aber es scheint so, als wäre es doch notwendig, dass Staaten eventuell jetzt mal eingreifen müssten. Sie sollten übrigens nicht die Inhalte regulieren, sondern den Markt als solchen. Gibt es noch weitere Kommentare? Denn jetzt ist es genau 18.30 Uhr. Und das ist offiziell das Ende unserer Veranstaltung. Ich möchte jetzt nicht unbedingt hier schließen, aber wenn es keine Fragen gibt. Ach, es gibt da noch eine Frage. In Ordnung. Ich möchte Michael und Tatjana danken für diese hervorragende Sitzung. Und wie Chris auch gesagt hat, danke, dass Sie immer noch hier sind. Ich weiß, wir stehen zwischen Ihnen und dem Abendessen. Es ist vielleicht eine rhetorische Frage, aber wir haben jetzt schon ganz viele spannende Geschichten heute Abend gehört. Wir haben sehr viel gehört über die Erfolge der DCs. Deshalb ist meine Frage, gibt es etwas, was wir tun können als DCs, um die Ziele zu stärken? Und wir haben auch noch eine Frage dort hinten. Ja, wenn ich darf. Ganz kurz. Ich bin von der ICANN. Also, wir sprechen über Regulierung. Und einige von uns sind ja schon 25, 30 Jahre dabei und wir versuchen von Anfang an, Plattformen nicht zu regulieren. Aber was ich hier gerne ansprechen möchte, und Chris hat mich dazu inspiriert, Chris und ich kennen uns schon sehr lange im Übrigen, Netzneutralität, dieser Ansatz, war ein positiver Ansatz. Denn es ging um Regulierung, um das Internet zu öffnen. Und Plattformregulierung könnte als negativ ausgelegt werden. Sollten wir keine holistische, positive Regulierung wählen stattdessen, um wirklich die Singularität und die Offenheit des Internet festzuschreiben? Dankeschön. Ja, eine Frage um 18.32 Uhr. Ich weiß nicht, inwieweit ich die jetzt noch beantworten kann. Ja, das stimmt natürlich. Wir arbeiten hier schon in diesem Bereich sehr lange. Wir kennen die Geschichte des Ganzen. Ich glaube, eins, was wir gelernt haben aus der Debatte zur Netzneutralität, ist, dass wir vor allem den Telekommunikationsunternehmen sagen wollen, hey, seid nicht böse, sperrt keine Apps, tut nichts, was ganz offensichtlich schlecht ist. Und viel mehr können wir ja eh nicht machen, denn wir haben hier wirklich eine riesige Informationsungleichgewicht. Es ist schwierig, Transparenz zu erzielen. Und so etwas, was früher als riesiges Problem gesehen wurde, wird jetzt als etwas gesehen, was sich relativ leicht regulieren lässt. Plattformen, seien Sie morgen um 9.30 Uhr mit dabei. Nigel wird kaum überrascht sein, aber ich denke, für viele andere kann diese Sitzung sehr, sehr lehrreich sein. Noch etwas, was ich in der Dynamischen Koalition für Plattformverantwortung schon gesagt habe. Das Wahlrecht ist so reformbedürftig in vielen Teilen der Welt. Ich arbeite für die EU, aber auch im Commonwealth, also Asien, Pazifik, Afrika und so weiter. Und es ist wirklich schockierend, wie wir manchmal nicht regulierend eingreifen können vor Wahlen. Und wenn Wahlen schieflaufen, dann ist das natürlich ein riesiges Problem für Politikerinnen und Politiker, denn sie sollen ja wiedergewählt werden. Und daher ist das ein Thema, das für sie ganz, ganz oben auf der Agenda steht. Also Politiker sind hier wirklich sehr motiviert zu verstehen, was passiert. Aber die Gesetze zum Thema Missinformation, Fehlinformation im Internet, die werden nach den Wahlen beschlossen und zwar von den Wahlsiegern. Das heißt, sie sind oft nicht ideal. Aber wie gesagt, morgen 9.30 Uhr im Workshop. Vielen Dank. Gibt es noch etwas Wichtiges? Minda, bitte. Und Mira. Also, noch zwei und dann müssen wir wirklich schließen. Vielen Dank. Eine Frage, die keine Frage ist, sondern vielleicht ein Handlungsaufruf.
Ich glaube, dass ich dachte, dass hier noch ein weiteres SDG angesprochen werden würde, nämlich SDG 13 Klima. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Ziel und alle dynamischen Koalitionen sollten hier zusammenarbeiten. Denn wir haben eine Klimakrise, einen Klimanotstand und deshalb ist es wichtig, hier zu handeln. Wir gehen das Thema an im Artikel 4 und wir können nur alle auffordern, mit uns zusammenzuarbeiten und dieses Thema wirklich in einer der Hauptsitzungen auf die Tagesordnung zu setzen. Sprechen Sie mich an, sprechen Sie ein beliebiges Mitglied unserer Koalition an. Es wäre uns sehr wichtig, dass wir diese Diskussion im nächsten Jahr oder auch beim nächsten nationalen EGF verstärkt führen. Es ist sehr, sehr wichtig. Junge Menschen haben sich das Thema auf die Fahnen geschrieben und sie möchten, dass die EGF-Community dieses Thema angeht. Und leider sprechen wir darüber noch nicht genug. Dankeschön. Wir können Zugang nicht vernünftig besprechen, wenn wir nicht auch Nachhaltigkeit ansprechen. Also vielen Dank, Minder. Ja, ich wollte etwas ganz Ähnliches sagen. Wenn wir all diese Themen nicht ansprechen, insbesondere wie wir unsere Vertreter in Wahlen auswählen und wie Entscheidungen getroffen werden, dann können wir niemals die Ziele der Agenda 2030 erreichen und insbesondere nicht den Klimawandel angehen. Die dynamischen Koalitionen und diese EGF-Struktur sind ganz, ganz zentral zur Erreichung der SDG. Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben das Unmögliche möglich gemacht. 14 Podiumsteilnehmer auf dem Podium, 2 Stunden. Schlussbemerkung können Sie vielleicht tweeten, denn wir haben jetzt schon überzogen. Wenn Sie aber noch etwas tweeten wollen, dann können Sie natürlich auch viele Menschen erreichen. Wie kann Ihre dynamische Koalition, wie können dynamische Koalitionen im Allgemeinen dazu beitragen, SDGs zu erreichen? Tweeten Sie es einfach. Chris hat es ja schon vorhin sehr gut gesagt. Ich denke, dass diese dynamischen Koalitionen wirklich der Klebstoff des EGF sozusagen sind. Sie halten uns zusammen. Und daher denke ich, dass es wichtig ist, dass wir im nächsten Jahr und darüber hinaus noch mehr zusammenarbeiten sollten. Das ist ein positiver Handlungsaufruf. Also stärkere Zusammenarbeit. Wir können einander zum Beispiel einladen zu unseren Meetings. Insbesondere, da wir ja um diese Verbindungen zwischen uns wissen. Ich möchte Ihnen allen danken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sein. Es war wirklich faszinierend. Vielen Dank auch an das Publikum, dass Sie hier waren. Und ich möchte auch Jutta und Markus danken, die Teil der Koordinationsgruppe sind. Sie sind also die, die hier alle rechtzeitig auf die Bühne holen. Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sekretariats, die so viel Zeit hier investiert haben, damit hier alles glatt läuft. Und vielen Dank auch an all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Konferenzzentrum, die Organisation, die uns Zeit, die sogar noch hier sind, obwohl wir schon überzogen haben. Vielen Dank auch an die Live-Untertitlerinnen. Bitte schreiben Sie kurz einmal Ihre Namen aus, damit wir Ihnen vernünftig danken können. Dann sind Sie nicht nur eine anonyme Person. Heidi Thomas. Vielen, vielen Dank, Heidi. Und Tatjana, danke Heidi Thomas. Vielen Dank, Tatjana, auch du hast so viel getan. Und danke auch an dich, Michael. Und vielen, vielen Dank an das Panel. Einen Applaus.